So, was Aber wolltest du gerade sagen? Zollberg, ich bin Genau. auch Berliner. Also ich komme auch aus dem Osten eigentlich. Ich bin halt nur nach Ich bin Wiesbaden ein gezogen. Berliner. Ich bin Berliner, ja. Mit Füllung, Mit aber bisschen ohne Puderzucker am Pfannkuchen. liebsten. Naja. Sehr Sehr Nein! schön. Das ist ja fürchterbar. Also wird es dann so ein Anschlussstream, auf dem wir dann raiden können, wenn wir hier fertig sind? Schade. Ach Quatsch, Biber Butzemann, ich bin nicht Ossi-feindlich, um Gottes Willen. Also, ich bin eher Ossi, ich bin eher Ossi-freundlich, dumm gesagt. Das Ding an der ganzen Geschichte ist ja, dass ich weiß, was der Westen für Scheiße gebaut hat nach der Wiedervereinigung. Das Oh. ist mir alles bewusst, mach dir keinen Stress. Also ich bin eher auf der Seite der Ossis. Ich meine, ich kann verstehen, warum die so ausrasten, wenn die Regierung jahrzehntelang an denen vorbeiregiert. Alles cool. Ich nehm den rechten Links oder rechts? Spawnpunkt. Ich nehme den rechten Spawnpunkt. Das war nur das Ding, was ich gerade eben gemeint habe, von wegen, es war eine Bubble. Jeder Mensch hat ja seine eigene Bubble, seine eigene Blase, in der er sich befindet. Von seinem Umfeld und so weiter. Nur davon kriegst du Dinge mit. Das Problem ist, dass die meisten aus dem eigenen Umfeld auf die Allgemeinheit schließen, was ja nicht der Fall sein kann. Das können ja nicht alle sein wie in deinem Umfeld. In meinem persönlichen Umfeld war das halt dummerweise wirklich so, dass ich nur schlechte Erfahrungen mit Ostdeutschen gesammelt habe. Aber das heißt um Gottes Willen nicht, dass ich denke, dass jeder so ist. Ich freue mich in dem Moment einfach nur, dass Enno halt nicht so ist. Weißt du? Das war das Ding. Wir sind hier Moin, nie Himmel. ausländerfeindlich. Nochmal zur Okay, bleib mal Aufklärung. stehen. Ich weiß nicht, wie oft Biber Butzemann hier drin ist, nochmal zur Aufklärung. Oh. Weil Wolkendrache eben meinte, von wegen, wir sind ja nicht ausländerfeindlich. Das Ding ist, wie soll ich sagen? Hört ihr, wie er danach suchen muss, dass er sich dafür entschuldigt, dass der Streamer gerade einfach nur einen Gag rausgehauen hat, ohne zu erklären, dass er halt wirklich über jede Minderheit Witze macht, weil er nämlich die kleinste und größte Minderheit ist, die er kennt. Nein, ich habe ein Wort gesucht. Zelebrieren. Sowas. Wir zelebrieren schwarzen Humor. Das, schwarzer Humor, Sarkasmus, Ironie, Zynismus, alles gerne gesehen hier. Kein Thema. Das Einzige, was wir nicht ausstehen können, ist Extremismus. Aber ansonsten darf über allen und jeden Witze gemacht werden. Es geht nur, wenn du eine bestimmte Geschwindigkeit hast. Liquid auf Twitter haben wir keine Ahnung hier. Das geht nur, wenn du optimiert lenkst und eine gewisse Geschwindigkeit. Sorry, Digga, das hätte ich dir sagen sollen. Mit den Schwaben, was mit denen ist? Wie gesagt, wir haben nichts gegen Ausländer. Genau. Solberg erlaubt mir keine Schrotflinte zu Hause. Ja, das ist korrekt. Das ist korrekt. Ich weiß, was er damit anstellen würde, deswegen nein. Scheiße. Ich muss dazu sagen, Schwaben. Meine Familie auf der deutschen Seite kommt größtenteils aus dem Schwabenland tatsächlich. Aber nicht aus dem deutschen Schwabenland. Aufklärung. In der Nachkriegszeit gab es ja extrem viele deutsche Kolonien im Ausland. Und meine Familie auf deutscher Seite kommt aus einer dieser Kolonien. Und es waren die sogenannten Banater Schwaben. Daher. Also. Richtung Ungarn, Rumänien, daher. Ich denke, wir werden gleich Kontakt haben, Ernesto. Ich fahre die andere Seite rum. Aber Witze über jede Minderheit, also auch über Schwaben, geht voll. Ich habe letztens habe ich einen Anhänger gesehen, da habe ich so lachen müssen. Ich habe halt wirklich gedacht, das ist ein Anhänger von einem Schwaben. Du hast so den. Kennst du diese Bauanhänger, die du kaufen oder mieten kannst von Containerdiensten? Diese riesen Container. Und da hast du wirklich den kleinsten bestellbaren Container gehabt. Und das Auto hat den nicht mehr hochbekommen, weil der dreimal so hoch vollgepackt worden ist, wie der Container war. Das hat er nie im Leben gesehen, von wo er beschossen wurde. Nie im Leben. Ja, alles gut. So, yo, das war 100 Pro ein Schwabe. Aber dumm gesagt, an mir
über mich kann man ja auch Witze machen, ich bin Hesse. Wie war das doch klar? Und bei mir stimmt das Klischee tatsächlich. Hessen reden zu viel. Hessen. Das war dieser mongolisch-französisch-deutsche Mischmasch. Da haben sie ein Gangbang mit den Dänen gefeiert. Also. Du hast doch Vorurteile über jedes Bundesland oder jede Volksgruppe in Deutschland. Zum Beispiel unser lieber Wolkendrache ist ein bisschen aufgefallen, ein bisschen blöde, weil Ostfriese, ne? Ja, na klar. Ich nehme abends eine Zwille mit ins Bett, Alter. Wie kriegt man denn sonst das Licht aus? Genau. Ja. Ja, genau. Das wird's sein, Alter. Und über die Pottle. Ach. Warte mal, was haben wir denn da für Klischees? Da muss ich graben, Moment. Ruhrpott. Da muss ich graben. Ruhrpott. Die Randgruppe, die ist so unwichtig, da habe ich keine Klischees drüber. Warte mal, muss ich gucken. Doch, ich schon. Die drehen ja ihr Fähnchen auch im Wind. Ne? Sind die Franzosen da, sind wir französisch. Sind die Deutschen da, sind wir deutsch. Sind die Niederländer da, sind wir niederländisch. Und mit den Belgiern treiben wir es eh so den ganzen Tag. Alle Asien, alles klar. Ich warte hier auf der Flanke. Irgendwann werden sie kommen, 100 pro. Wie gesagt, und dann haben wir die Norddeutschen allgemein, die reden zu wenig, Hessen reden zu viel, Bayern sind die ganze Zeit nur am Saufen. Das war der, den ich vorhin angeschossen habe, dessen Rad, glaube ich, zerstört hatte. Liquid Spark. Natürlich habe ich Lack gesoffen. Nein, Alter, ich habe keinen Lack gesoffen. Früher noch ein bisschen Pritt geleckt. Prittstift. Ja. Der sieht doch auch aus wie Eiscreme, oder nicht? So war das doch. Oh, wie war doch das ein Zitat von Thorsten Sträter? Da musste ich so lachen, weil ich such das gerade eben raus. Ja, Liquid schreibt auch, Pritt ist okay. Solange es kein Uhu von Nestle ist. Ich weiß nicht, ob sie zu Nestle gehören. Oder Patex von Müllermilch. Ah, sie haben mich gesehen. Ich sehe noch nicht, wo er ist. Ich komm mit. Ja, ist okay, wir gehen da durch. Fahr durch. Und hier 28 fährt dann auch hin. Hab ihn. Der ist getroffen. Das ist ein Flak, hab's zerstört. Lösche Fahrzeug. Reparaturmodus, Batterie ist ausgefallen. Hab ihn, war der Flak. Ja, ich habe auch auf den geschossen. Ich sehe es gerade aktuell nicht. Warte noch, bis Batterie sich erholt. Bin im Reparaturmodus. Panzergranate, laden! Ja, Alter, ne? Genau. Der Kleber damals aus dem Werkunterricht, Alter. Das war noch eine richtige Marke, Digga. Da hast du noch was von gehabt. So, Batterie ist wieder da. Nee. Batterie immer noch ausgefallen. Ach, Fahrzeugreparatur wurde mir gar nicht angezeigt. Jetzt repariere ich 30 Sekunden. Super. Ich höre was. Drehturm. Fahrzeugreparatur abgeschlossen. Batterie regeneriert. Ernesto ist abgeschossen. Ja, genau. Habe ich auch was gehört.
Ja, ich sehe es. Ich sehe sie. Zwei Stück sind das. Ja, komm mal lieber. Die haben mich, glaube ich, auch gesehen. Bin draußen. Wollte nur einmal auf den Turm ein bisschen treffen, das war's. Ich komme mit dem 38er Tschechen rein. Zu der Munition. Kommen wir wieder rein. Die fahren geradeaus 100 hoch. Die halten sich gerade für unbesiegbar. Ich habe gerade zwei rausgenommen. Ja, das war der, den ich hatte. Beide down. Ja, sehr schön. Bin auch auf dem Weg. Du bist ja ganz leise drin, Bart. Ganz leise. Ich komme zu Enno. Komme. Komme. Ja, okay. Er ist raus. Ich höre was. Vorne auf die Karte. Ja, da ist noch einer Wolke, der fährt jetzt wieder durch den Gang. Er kommt hinter mich. Jetzt müsstest du ihn gleich sehen. Augen auf den ausgewiesenen Sektor. Hast du ihn? Nein, ich sehe ihn nicht. Da ist er, ich sehe ihn. Mal gucken, wo er hinfährt. Da, der fährt hinter mir lang. Der fährt hinter mir lang. Scheiße, Fahrer getroffen. Bin raus. Scheiße, er kam hinter mir lang, kam von da an. So, Digga, jetzt hole ich die Schütze. Jetzt hole ich den 3J und den 4F1. Bei Striker Witches schon gelernt haben, Striker Witches Regel Nummer 9, dass sie nicht von hinten nehmen. Wir müssen jetzt A erobern, ich gehe auf A. Schon mal keine Flak. Gott, ist dieser Panzer lahmarschig.
habe ich ihn. Hä? Punkt A angreifen! Wir verlieren Männer! Da war noch ein zweiter Panzer. Ich hab den erst gar nicht wahrgenommen. Ich denk so, steht so offen vor mir rum. Ist doch sonst keiner so blöd wie ich. Doch, ich. Bei mir waren es nur Abschusshilfen, glaube ich. Nee, ein... So. Na, wenigstens die Forschung ein bisschen vorangekriegt hier. Okay, das ist falsch. Ist das... So. Ja, Tatsache, 4 Leute kann man in einer Staffel haben. Also ich würde noch eine Runde mitfahren. Ja. Ich hab Frühschicht. Ja, alles klar. Da ist wieder Platz. Ja, fahr ich allein. Kannst du ja nachher mitmachen, Digga. Das ist eh wieder mit der neuen Nation. Fahren wir 2-3? Aktuell bin ich auf 2-3 die ganze Zeit, ja. Ich will die beiden Tschechen ausforschen und dann auf F1 und den 3J nehmen. Ja, weil dann nehme ich den Marder. Also ich gehe. Den lasse ich mal drin und bei dem Flugzeug nehme ich auch die WM-Nummer. Ich habe zwar die G2 drin, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich die überhaupt drin lasse, weil ich bin mit dem Flugzeug so beschissen schlecht. Oh, das kommt wahrscheinlich auch wieder Zeit. Ich würde es trotzdem mit reinnehmen, du levelst halt und ich meine, wenn du schon in der Luft bist und hast einen Jäger und es kommt Bomber vor dich, ist das vielleicht ein Fehl. Du willst ja. Es ist eine zweite Luftabwehr. Ja, denn ehrlich wirklich. Ich habe angefangen, und zwar ohne Flugzeuge zu spielen, dass ich ziemlich oft rausgebombt wurde und das hat mich halt ziemlich geärgert. Ich überlege gerade, ob ich die R2 mit reinnehme. Oder die DU17. Ich nehme mal die DU17 mit rein. Da muss ich auch noch so viel forschen. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Moment. Was war das gerade? Was? Ernesto ist auf 1-0. Ist das richtig? Ja, juckt. Soll ja, so. Richtig so. Okay, dann ja. Das soll so. Dann hätte ich ja auch auf den Schweden wechseln können. Dann hättet ihr mich alle gedeckt. Ja, so. Ich fahre jetzt die Chinesen. Wartet, bleibt mal kurz leise. Welche Position? C. Gut, dann Süden C. Erstmal quasi ganz unten im Süden der Karte 9 lang zu fahren, die 9er Linie. Ja. Oder eher die 10er schon fast. Alles klar. Ja, ich wollte dich eigentlich anschieben, aber...
Hast du die Granate fallen lassen hier? Weil deine Hülsen nicht überall hin. Irgendwelche markierten Ziele, aber die sehe ich nicht. Auf B haben wir was. Feindliche Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Bin auf dem Weg. Ein Gebiet wurde von feindlichen Truppen eingenommen. So, war mal eine Zeit lang AFK. Ja, haben wir gar nicht gemerkt. Ja, der viel labernde Hesse war mal nicht da, ne? No shit, ich habe ein 10-Minuten-Programm von Thorsten Sträter jetzt zu Papier gebracht und abgeschrieben, um das vortragen zu können. Von rechts beschossen. Hinter dem Felsen direkt voraus oder was? Ach, da ungefähr. Ja, okay, ja, ich sehe es. Das war ich jetzt gerade, der die Bäume wegmacht. Wenn ihr zwischendrin mal kurz Zeit habt, versuche ich es vorzutragen. Ja, gut. Kriegeralarm! Triff dich! 200 Meter! Feindliche Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Wir sind so ein wundervolles Ziel. Eine einzige Bombe. Und die ganze Stadt. Und die ganze Staffel ist weg. Ich rücke mit der Flak vor. Ich fahre mal weiter nach rechts, rechts von der Flak. Da ist einer. Hier unten. Gesehen mit dem Baum. Liga, Flugzeug. Wir wurden getroffen! Ziel beschädigt! Halten auf die ausgewiesenen Koordinaten. Ich warte bis er vorrückt. Ah, ich sehe ihn. Wo er schießt. Ich glaube, er versucht mich gerade rauszuschießen, aber er trifft mich nicht. Ungefähr da irgendwo ein. Ja, genau, der. Ja. Trifft mich aber nicht. Naja, ist das nicht irgendwo Sinn und Zweck des Spiels, andere abzuschießen? Ja, aber du wirst dann versucht, von anderen abgeschossen zu werden. Also Verteidigung beinhaltet basically ja abzuschießen.
wegfahren sehen. Das offene Gelände sowieso nicht. Ich meine, stell dir mal vor, War Thunder ohne aktive Waffensysteme. Wie würdest du das dann nennen? NATO-Übung mit deutscher Bundeswehr? Auf jedem Panzer nur ein Besenstiel anstatt ein Kanonenrohr? Oder? Das ist korrekt. Und wir machen die ganze Zeit nur taka 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 taka. Genau. Und wer das am schnellsten ins Mikro reinbrüllt hat gewonnen, oder was? So in der Art. Rüber zu Grimbart. Mach ich. Ja, ich sehe es. Hab ich gesehen von wo? Ja, ich sehe. Du siehst ihn? Gut. Ja. Nee, aber... Okay, du ziehst dich zurück, ich drücke vor. Sie wurden getroffen! Ja, gesehen. Den Schräger gehört. Wurde von oben beschossen? Und wieder zurück in Deckung. Ich hab die Senke. Im Blick. Bevor ihr ein neues Gefecht startet, was hältst du davon? Kann ich es vortragen? Also ich hatte Platz 16. Ich habe gar nichts geschafft. Ja, hau weg. Okay. Grimbart, aber oder? Dann sag ich, Grimbart, Digga, du willst schlafen gehen? Ja, ich mache jetzt Feierabend. Also dann schau, einen schönen Abend wünsche ich euch noch. Ja, dir auch. Schlaf schön, Digga. Ne? Gute Nacht. Nacht. Underground, willst du mitfahren? Gleich. Okay. Ja, klar. So. Leg los. Rezitiert von Thorsten Sträter. Erwachsensein ist schwierig. Es ist sehr schwierig. Ich meine, ich bin ja der Meinung, man hat uns viel, viel zu früh unsere Schmusis weggenommen, unsere Stofftiere. Also Schmusis, nicht Smoothies. Smoothies sind Obst und Gemüse gekaut, 80 Cent geschreddert, 3,90 Euro. Ich könnte mir Olaf Scholz sowieso viel besser haushalten, wenn er ein zerfranstes Stoffzebra unterm Arm hätte während seiner Reden. Denken wir mal, wir würden alle mit Stofftieren im ICE nach Berlin fahren. Da kommt ein Mann. Verzeihung bitte, Sie sitzen auf meinem Platz. 13A, Wagen 26. Name Kotlewski und das ist Euli.
Ihre Antwort wäre dann, sorry, hab mich gerade im Wagen vertan, gib mir 3 Minuten, Plauzi, Wauzi schläft gerade. Das würde sehr viel Schärfe aus solchen Gesprächen herausnehmen. Alter, aber sowas von so, ey, du sitzt auf meinem Platz. Beim Grimme-Preis gäbe es nur eine Sitzreihe für zerfledderte Eichhörnchen, Kirmestiere und Schweinchen aus Samt. Und wenn man jemand gut zureden will, sagt man nicht mehr, halt die Ohren steif, sondern halt die Steifohren. Man würde mit seinen Plüschfreunden reden, im Flugzeug zumurmeln, dass sie doch keine Angst haben sollen, sie wären doch schon ein großer Otter, alles halb so wild. Und Amtsrichter würden sagen, ja, die Beweislage ist klar, ich erkenne Steuerhinterziehung, bevor sie fragen, Ficky der Fasan geht komplett d'accord. Es wäre eine bessere Welt. Aber das ist nur meine Meinung. Und ich persönlich habe ja auch keine Ahnung. Das Einzige, was ich weiß und gelernt habe, es ist vollkommen egal, wie du aussiehst. Das interessiert niemanden. Dein Aussehen sagt nichts über deinen Charakter oder deine Talente. Das Einzige, was man sich dann fragt, ist, was denken die anderen über mich? Aber die meisten Menschen sind sowieso viel mehr mit sich selbst beschäftigt als mit anderen und das gilt natürlich auch für andere. Ich weiß, Karl Lagerfeld sagte mal, ein Mensch, der Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Aber dafür brauche ich gar keine Jogginghose. Und ich denke mal, ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Damit das Ende. Ja. Wunderschön, wunderschöner Take und wunderschönes Ende, finde ich. Da sind sie alle sprachlos. Was ist denn los heute? Keine Ahnung, was die haben. Ich liebe Thorsten Brethe. Dem seine Sachen sind nicht unglaublich witzig, sondern gleichzeitig auch sehr tiefgründig oftmals. Das finde ich total toll. Timo. Ach, Wolkendrache ist abgehauen. Ach so. Ja, gut. Ich kann auch die ganze Zeit quatschen. Ich quatsche schon die ganze Zeit. Ne, von wegen, ich bin am Essen und alles. Und so. Ernesto, 1-0. Ich nehme die Schweden gerade. Ja, wie fandest du es denn? 1-0. Okay, 1-0. Dann wechsle ich mal auf das Deck. Geil. Aber keine Arcade, oder? Keine Arcade, oder? Nee, Wolke, wie fandest du es denn? War gut. Was ich persönlich an Sträter bewundert habe, war, als er auf seine humoristische Art im Öffentlichen über Depressionen gesprochen hat. Ja, Depressionstagebuch halt, ne? Und mal klar gemacht hat, wie wenig die Leute das relaten können, wenn sie selber keine Depression haben. Ja. Weil wenn man Depressionen hat, ist das nicht mal eben, jetzt kneift man Arschbacken zusammen und dann schaffst du das schon und so. Oder du musst ja nur mal rausgehen oder so. Da kann ich ihn auch rezitieren. Da hat er nur gemeint gehabt von wegen, ja, die meisten Leute verwechseln ja Depressionen mit schlecht drauf sein. Ja. Hier der Unterschied. Scheiße drauf sein ist ein Tatort mit der Muppet Show. Nicht das Gelbe vom Ei, geht aber wiederum. Depressionen sind so wie alle drei Teile Herr der Ringe. Plus Bonusmaterial. Mit Jean-Claude Van Damme als Gandalf. Man sehe den Unterschied. Richtig gut. Mit Jean-Claude Van Damme als Gandalf, Alter. Einfach nur fantastisch, Alter. Jean-Claude Van Damme als Gandalf. Den Take fand ich so geil. Ja, Jean-Claude Van Damme als Gandalf. Vor allem, ich habe ja als Kind sehr, sehr oft Filme von Jean-Claude Van Damme geguckt, weil mein Vater ja, den halt gefeiert hat. Die ganzen Kampffilme und so, weißt du? Ich auch. Es gab auch damals ganz gute Filme, zumindest für die Zeit damals. Aber wenn du die Dinger heute anguckst, dann denkst du dir, boah, Alter, guck dir doch mal Missing in Action mit unserem Lonely Wolf da an. Wie heißt er noch? Chuck Norris. Ja? Alter, der Mann hat noch nie, der Mann weiß nicht, dass man Gewehre nachladen kann. Ja, genau. Ja, also der hat keine Ahnung. Was, sagen, Rambo? Was? Hast du Rambo gerade gesagt? Ja, ja. Soll ich euch mal im Kurzmarsch erklären, wie man Rambo so. Rambo kommt in eine Stadt und wird misshandelt. Er kriegt eine Waffe.
Brr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 
Bleib hinter der Kuppe stehen. Sind wir sich fahren ganz nach außen. Seine Sendung heißt Schuler fragen, was ist. Schon was im Visier? Nein. Der Typ schimpft sich tatsächlich als Journalist. War auch unter Christian Reichels Flagge damals beim Bildmagazin dabei. Oh, schön. Das ist schon mal Qualitätsmerkmal, nicht? Ja, wie gesagt, der ist auch aktuell noch unter, das ist ein eigenständiges Format. Unter der Flagge von Christian Reichelt. Weil er hatte diese Sendung jetzt Reichels oder irgendwas in der Richtung. Der macht ja. Inzucht ist frei. Der macht ja rechte Propaganda über den YouTube-Kanal. Im Dorf sehe ich zu wenig, da sind zu viele Bäume. Kommt einer der Kirche und Kirche oder Kirche weg Richtung A. Der Kirche weg Richtung A, alles klar. Ja, gesehen. Zwei Stück, einer fährt zurück ins Dorf. Keinen davon. Markierungen sind gesetzt. Treffer. Zerstört. Ja, der beschossen von rechts irgendwo. Von rechts? Okay. Die Augen offen. Hast du dich wieder mit den Rechten angelegt? Also bei Ernesto würde es mich nicht wundern. Ah, da ist er. 10. Ich habe schon überlegt, aber ich glaube, das könnte ganz böse enden. Ich weiß noch nicht. Ich bin noch sehr, sehr am Nachdenken darüber. Oh, Sieger! Ja, hat sich scheiße. Ob man beim Discord-Server eventuell bei den einzelnen Streamern dazu schreiben sollte, welcher Ideologie sie folgen. Ja, ich kann jetzt nur noch mit Gutschein reingehen. Das, was bringt, soll man. Ich sag ja, es kann halt schwer nach hinten losgehen, ne? Mhm. Weil wenn du jetzt so jemanden. Gutscheine nicht aufbrauchen, die mich für höhere Kräfte haben. Weil wenn du jetzt so jemanden hast wie Devil zum Beispiel, nichts gegen ihn, aber er streamt ja auch, ne? Und er ist ja eher recht ideologisch. Nicht, dass du dann, dumm gesagt, damit hier richtig braune Scheiße anziehst, was ich meine. Mhm. Flak, die zieht drauf. Anobar, die kommen mal hinter dir her. Ich sage dir immer an, Underground, von deiner aktuellen Wannenposition aus, wo der Feind ist. Ernesto hat was gesehen im Dorf. Ach, apropos, da gerade rechts da von dir. Underground. Ich habe das mit Timo vorhin gesagt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Rechts von dir hat er was gesehen. Wo genau? Rechts von links beschossen. Ich habe mich in der letzten Zeit ziemlich. Noch Schritt weiter, noch zurück. Da ist er. Von mir. Ja, genau. T34 oder sowas. Ich habe mich in der letzten Zeit ziemlich in Total War Warhammer verloren. Also bei einem nächsten Gefecht Total War, wenn ihr beide Bock hättet, wäre ich dabei. Stopp. Stopp. Er sieht dich. Zwei Treffer am Flugzeug. Er zielt genau auf dich. Er zielt ganz genau auf dich gerade. Jetzt dreht er. Ui! Moin Nura! Nuradon! Digga! Wo steht er denn ungefähr, Timo? Ich sehe den nämlich überhaupt nicht. Der steht zwischen den Häusern in Richtung Spawn vor der Kirche. Ja, hast du gelesen, was er geschrieben hat? Ups, vergessen zu kündigen. Ja!
Enno, siehst du Timos Stream? Ach ja, warte mal, das stimmt ja, den habe ich ja noch so halb mit auf dem zweiten Monitor. Der steht ja genau zwischen den Häusern, noch Gebäude. Die ganze Zeit auf Underground. Dann wird es vielleicht besser sein, wenn ich ein Stück zurückfahre und ihm außerhalb seines Sichtfeldes von weiter links noch einen reindrücken. Also ungefähr bei der Bienenzucht. Nein, sie gucke meinen Stream, da siehst du ihn, direkt neben dem Zaunpfahl. Ich hab in den Häusern. Direkt in der Visier. Nee, ich meine, dass ich von der Bienenzucht aus. Ach so, ja, auf ihn genau zufahre. Richtig, ja. Ich guck mal auf deiner anderen Seite, Dirk, aber da ist alles frei. Ich sehe ihn erst genau, wenn ich jetzt die Bienenzucht. Ja, mach mal. Also ungefähr. Weil du ihn beschießt, wird er den Turm drehen, dann kann Dirk vorfahren. Ja, hat mich vor. Jetzt Dirk vor. Ich gehe zurück. Und Beschuss. Schütze ist im Moment ab. Ja, Schütze ist wieder da. Ja, Mist. Dirk ist raus. Mist, aber hätte klappen können. Schade. Wie immer. Ja, ich hatte das letzte Gefecht auch nichts abgeschossen, Dirk. Alles gut. Das geht mir auch so. Wir wurden getroffen! Oh. Treffer von, keine Ahnung, von wo. Von Born zwischen den Bäumen. Und genau dort zwischen den Bäumen jetzt. Und wo genau? Weg links. Im Turmstück links. Da. Enno, ja, lass uns genau, C2 treffen. Mit dem G noch. Das MG kann da gut nehmen, um einen zu vermuten. Ist jetzt noch keinen getroffen. Da vorne, hast du gesehen? Nee. Na okay. Fahr erstmal weg da. Ja, ich bin erstmal auf Rückzug. Vorsichtig, ich gucke hochfahren. Ich guck rechts, ich guck links von dir. Nuranon, wie geht's deinen Mädels? Okay. Jetzt guck links von dir ein bisschen. Schräg ja, links. Aus der Stadt. Ah, kommt da. Da ist er. Gesehen. Direkt zwischen den Häusern. Nee. Links. Links. Ja, links. Ich bin Timo. Stopp. Ich... Du guckst mit der Wanne genau auf ihn drauf. Da ist ein grünes Haus. Direkt hinter dem grünen Haus rechts davon. Da. Ja, jetzt links davon. Jetzt beim gelben Treffer Haus. Am Kühler. Der Motor hat auf jeden Fall Leistung verloren. Neben dem Haus links ist auch einer. Direkt in dem gelben Haus. Das ist der von rechts vom Grün aus kam. Der steht jetzt genau zwischen neben dem Haus links. Guck da hervor. Augen auf den ausgewiesenen Sektor. Da ist er. Er ist jetzt hinter dem grünen Haus. Mittlerweile. Ja. Den treffe ich nicht, da hat die Laktorhütte Position, da sieht man den Turm zuerst. Aber warte mal, dann müssten wir ja eigentlich... Ich hau mal Auti rein. Kann er nicht schaden. Sonst nützt man es ja nicht. Bestätige Koordinaten. Aufgepasst, abgefeuert. Ich mach mal kurz Reparatur am Panzer. Der Feind fliegt. Dich angriffiert. Komme zu dir. Alles klar. Bist links von mir. Na, der Feind nimmt jetzt unsere Position gerade ein. Ich muss unsere Position sichern eigentlich. Ich fahre auf B. Denkst du, ich habe dich nicht gesehen? Ach Mist! Der ist jetzt wieder beim gelben Haus. Ja. Ich bin auch wieder raus. Thank you.
ist doch einer, oder? Einmal mal von hinten. Fährt er offen auf der Straße lang. Wenigstens ja natürlich an die STVO. Naja, vielleicht kommt das noch. Munition. Es kommt darauf an, was du vorhast. Panzerbrechendes Wuchtgeschoss mit Schutzkappe. Haben wir da vorne einen? Panzerbrechendes Hartkerngeschoss. Das kann ich dir gerade nicht sagen. Mannschaft raus. Und ich brauche kurz Reparatur. Der hat mein Getriebe erwischt. Ja, halbe wurde von der Seite getroffen. Halbe Minute. Ja, ich habe ihn gesehen, bin raus. Schade, ja, ich weiß ungefähr, wo ist. Ja, T26. BD5 hat mich rausgeholt. Ja, das ist ein verlorenes Gefecht. Da gebe ich jetzt keinen weiteren Schein mehr für aus. Immerhin einen rausgeholt von denen. Oh, jetzt. Okay, ist die Frage, wie viele solche SP-Punkte ist ein Abschuss wert? Weil ich konnte den Flieger gerade noch nicht auswählen. Ja, ja, das ist der Punkt. Also so ein Abschuss bringt halt eine Menge. Und ich habe aber leider nur ein einfaches Flugzeug ohne Bomben, ja. So, jetzt aber nochmal, weil ich jetzt gerade die Zeit dafür habe. Nur nochmal vielen lieben Dank für den Sub, Digga. Und ja, das mit dir, dass du vergessen hast zu kündigen, ach, ist natürlich wahnsinnig ärgerlich, ne? Das tut mir auch wirklich leid. Also echt schade, ne? Musst du dran denken beim nächsten Mal, ne? Dass du kündigst, also... Jetzt weiß ich auch, warum er keine Cam anhat. Er wird rot beim Lügen. Ja. Timo, soll ich dir das dann nochmal mit der Nullung von dem Panzergeschütz erklären? Brauche ich eigentlich nicht. Das ist das, was du am Anfang vor ein paar Tagen mit deinem Stuck gemacht hast. Das machst du nur dann entsprechend im Fadenkreuz. Dann richtest du das Geschütz höher aus. Du musst aber nicht nach oben zielen. So hast du weiterhin freie Sicht auf das Schlachtfeld. Nee, das brauche ich nicht. Okay. Ich schieße dann eher ballistisch, beziehungsweise das kommt vielleicht später nochmal mit der Nullung. Aber im Moment brauche ich das eher noch nicht. Ich gucke jetzt eher mal das M8 Bloodwave Geschütz hier. Also den Spieler Bloodwave an. Naja, der ist auch raus. Der gut, da sind wir gleich durch. Ich bin gleich wieder da. Jo. Enno! Enno ist in der Maschine unterwegs. Uiuiuiui. Enno, du Maschine! Enno, da, links, da, ja. Genau. Ja, ich bin zu schnell. Ich kann nicht entsprechend einlenken. Er fährt brav weiter die Straße entlang. Ich beobachte ihn. Jetzt fährt er ein bisschen nach rechts, jetzt fährt er nach rechts in die Bäume rein. Er ist nach rechts in die Bäume reingefahren, weiter rechts. Ja, genau, da vorne gerade auf freier Fläche. Ich sehe. Da kommen zwei Stück. Ja. Den kann ich nichts zerschießen, der ist zu stark gepanzert. Ja, da stehen zwei Stück von der Sorte gerade. Wenn du jetzt drehst, hast du gleich... Okay. Ja. Siehst du ihn? Kannst du dem eine Bombe? Nee, okay. Hab keine Bombe. Was hat der denn für eine Bärwohl gemacht? Ich muss aber sagen, Enno fliegt besser als Wolkendrachen. Ja, definitiv. Ja, was trotzdem. Was wenn man sich die Namen anguckt? Also. Schau mal. Wolkendrache kann nicht fliegen, das musst du dir halt mal geben, ne? Der ist da wie so ein Strauß, weißt du? Der hat Flügel, kannst du aber nicht benutzen. Das bringt nichts, das Flugzeug in die Panzer rein zu jagen. Ich glaube, das haben die vor Jahren schon gepatcht, dass es da keinen Schaden gibt. Ja, kann sein, dass du dann irgendeinen Luke triffst oder sowas. Wenn du eine Luke triffst, dann hast du halt Glück, dann fällt es dann aus, ne? Ja, nee, ich glaube, das haben sie wirklich komplett rausgenommen. Sonst könntest du ja wirklich jedes Mal den Flieger ohne Bombe, ohne Muni einfach irgendwo in den Panzer reinfliegen. Doch, das geht. Das geht. Kamikaze-Angriffe gehen wir nach wie vor. Okay. Ja, muss gar nicht treffen. Das war nicht schlecht. Zwei Abschüsse. Zwei von drei. Sie
Da klingt irgendwo von links was. Das ist der glaube ich, wenn der drin ist, ne? Ja, ich glaube, ich sehe ihn. Der steht leicht links hinter ihm auf dem Hügel. Nein, ich meine, der unser U-Spieler. Ja, der ist gut. Das muss man sagen. Das ist der letzte, Nanophil. Der letzte Spieler, der noch drin ist. Von uns. Das gleiche ist verloren. Aber er gibt es bis zur letzten Sekunde sein Bestes. Er fliegt nochmal zurück und holt eine Bombe. Wenn er nur oft genug Bomben holen kann, bombt er sie alle raus. Ja, ich weiß nicht. Nee, das geht nicht. Wir haben nur noch 5 Minuten, das schafft er derzeit nicht. Da braucht er allein schon für jeden Hin- und Rückflug eine Minute und dann jedes Mal das Ziel. Ja, aber doch. Die sind jetzt alle auf B. Mit einer Bombe holt er sie alle raus. Dann feiere ich den Typen und dann kriegt Nanophil von mir eine Nachricht, Alter. Das würde ich sehen. Halte er sich bitte ein Wort. Wer nicht landen kann, macht's so. Aber hey, gut gerettet. Nur dauert das Reparieren jetzt. Doch, das dauert eine halbe Minute, bis der repariert und das geht. Das geht Zeit, ja genau, das geht zeitgleich. Munitionieren und reparieren. Ja, B wird gerade eingenommen. Komm, da ist er fertig. Ich sag's immer wieder, tolles Flugzeug. Ja, die U87 ist schon ein geiler Schinken, Alter. Zwar egal welche Version. Ich finde tatsächlich die erste Version optisch schöner als die, aber ja. Warum hat eigentlich niemand dran gedacht, im Zweiten Weltkrieg jetzt no shit, die Flugzeuge von unten weiß-blau anzumalen? Jetzt mal ohne Scheiß, hätte doch Sinn gemacht, oder? Bezüglich guck Tarnung. Mal. Guck mal. Ja, die Natur macht's ja schon. Guck mal. Also, schau dir mal, was soll das? Wale alles? Kannst du es gerade sehen? Ich sehe es ja, aber lass mal Enno ausgehen. Nee, das war's schon. Also, gewisse. Nachtschatten, ich grüße dich. Abend, Nachtschatten. Ja, aber ich meine ja im Zweiten Weltkrieg, nicht heutzutage. Heutzutage ist es ja d'accord, was jetzt Flugzeuge angeht, klar. Aber im Zweiten Weltkrieg hat keine Sau dran gedacht und ich frag mich halt warum. Doch, haben die. Die haben unten ihre Flugzeuge grau gefärbt. Graublau. Echt? Oben grün. Hab ich doch gerade gezeigt. Viele. Hab ich gerade gezeigt. Im Stream. Genau das. Die haben halt die Bemalung. Okay. So. Ja, dann danke für die Aufklärung. Bitte. Gerne. Ich konnte mal was beibringen, ey. Das ist ja eh zu selten. So, okay. Ich bin bereit. Jetzt und allzeit. Schwedisches Panzer S1. Nummer 10.000 wieder gekriegt. Läuft. Ach ja, sind sie alle fertig, nur der Dicke nicht. Na gut. Also alles wie immer. Ja. Ja, ich will ja nicht, dass ihr noch verwöhnt werdet hier irgendwie. Ich versuche nebenbei noch zu essen, während ich rede. Und das Schlimme ist, Enno stellt immer exakt dann, wenn ich mir aus Versehen mal einen Brotchip reinschiebe, stellt er eine Frage. Man muss aber auch zu seiner Verteidigung sagen, immer wenn er was sagen will, ich quatsch dazu. Da sind sie jetzt alle wieder ruhig. Was hast du gesagt? Ich habe keine Ahnung, was du gerade meintest. Siehst du? Hallo Asi, grüß dich.
Ich habe drauf gewartet, dass bei, ich habe wirklich drauf geguckt, ob bei ihm das gleich Ding gleich blinkt. Und in der Sekunde, wo ich seine Stimme gehört habe, zing. Ich musste. Ich konnte nicht anders. Wundervoll. Da schmeckt die Sudelnuppe nachher gleich dreimal so gut, du. Ist das von den Brotchips und Geschmack von der Suppe? Nee, andersrum. Nee, also eigentlich ist nicht. Wo gehen wir drauf? Er ist ja die Sudelnuppe nur wegen den nicht vorhandenen Nährwerten. Das ist korrekt. Wir nehmen C und fahren auch dann auf B. Aber ich würde sagen, die Brotchips sind tatsächlich, wenn man die Packung nicht mitverwendet, bei der Sudelnuppe, besser gewürzt als die Sudelnuppe. Nee. Gewürzt ist die Sudelnuppe am besten tatsächlich. Du glaubst gar nicht, was das für eine Geschmacksvielfalt. Also jetzt no shit. Das Ding hat Geschmack. Es ist zwar alles Chemie, nichts davon ist auch nur ansatzweise echt, aber... Das ist ja egal. Wie war das doch vorhin? Schmusis. Auch Ernesto, sieh zu. Los, du Kommunist. Nicht Smoothies, ne? Also das eine ist gekaut 80 Cent, geschreddert 3,90 Euro, ne? Ja, genau. Stimmt, das Zeug stinkt tierisch. Was genau meinst du jetzt? Die Sudelnuppe? Ja, die Sudelnuppe. kommt drauf an, welche. Ich muss sagen, die normale geht eigentlich, aber... Nein, meine. Warte. Hühnchen geht, Ente geht, es geht alles klar, aber mach niemand darauf, du fällst um. Den Namen hat man nicht gehört. Genau, ja. Den haben wir nicht gehört. Du hast irgendein Zensurmodul auf dem Handy, das muss doch so sein. Meeresfrüchte. Oh, Shrimps, Alter, die sind böse. Ja, mach niemals Shrimps auf. Das oh Gott. Schatz, wenn du der Meinung bist, dass meine schon kacke ist, ich hol mal eine Shrimps für dich. Ich esse die nicht, ich mach die nur auf. Willst du sie loswerden? Ach nein. Da kommen schon Schüsse aus der Stadt. Ja, klar. Wir sind zu lahmarschig, vor allem weil der Nestor die ganze Zeit im Weg rumstand. Er ist schuld, wenn wir verlieren. Wir hätten C schon längst einnehmen können. Einhorn, nicht Suppennudel. Sudelnuppe. Ich esse jetzt eine Sudelnuppe, bevor ich dich dann Nudelpuppe. Sie meinte, keine Sorge, ich besorge eine Gasmaske. Brauchst du nicht? Ich gebe dem Timo einfach das nächste Mal eine mit. Okay, von der Spawn aus kommt schon damit. Erste. ABC-Schutzmaske. Ja, atomar, biologisch, chemisch. Ich weiß das, du weißt das, wir waren beide beim Bund. Sie weiß das nicht, sie war da nicht. Verwenden Sie die richtige Terminologie. Sonst ist sie verhauen. Einmal down. Ja, bei C geht's los rund. Ich sehe es gerade. Ernesto fährt schon auf B. Wir waren bei der Bundeswehr. Das weißt du. Also wir haben nur alte Sachen. Ja, das ist korrekt. Was ich schreibe gerade, aber bitte eine schöne alte, die gruseligen. Ich so, ja, wir haben nur alte Sachen. Sind nicht sektisch. Also ich rede hier nicht von amerikanischen oder so. Nein, nicht die hübschen. Nee. Von wo? Ich habe gerade nicht gesehen. Wo der ich glaube von links kam da. Ja. Hab ihn. Durch die Fahrerluke. Hier jetzt sagt sie, wir sind alt. Ja. Ihr seid ja auch alt. Nein. Oh, Mist. Im Herzen bin ich 14. Sorry, Jock. Die haben wahrscheinlich wegen mir die Position von uns angeflogen. Also im Herzen bin ich 14 und im Kopf bin ich 7. Will mal kurz AFK pingeln. Ach, du gehst Pipi machen. Alles, das älter wie 3 ist, ist alt. Nee, Männer werden 7. Ab dann wachsen sie nur noch. Nur die Spielzeuge werden größer und teurer, aber ansonsten ändert sich. Das ist korrekt. Ja, so alt, 7, tatsächlich. Männer werden 7. Mein neuestes Spielzeug ist irgendwas über 1,60. Anschaffungskosten geht so, Unterhaltskosten. Oh, Underground prügelt sich gerade. Sehe ich das korrekt? Einhorn schreibt 1,63. Ich sag ja, irgendwas über 1,60. Nachtschatten schreibt, verrückte Themen gefällt mir, lul. ist hier Standard. Wollte ich gerade sagen.
Die 3 cm sind entscheidend. Das ist korrekt, mein Schatz. Deswegen gehst du auch. Na gut, das lassen wir jetzt. So. Na komm, plauder aus dem Nähkästchen. Ja, da, deswegen geht's ja auch nicht mehr als Standgebläse durch. Ah, okay. WB. Braucht die Luftunterstützung oder sollen wir Panzer rein? Panzer. Moment, Wolkendrache, wie groß alles bist klar. Du? 1,70 morgens. 1,70. Also sind deine Beine 1,60 Meter groß und dein Torso 10 cm. Das trifft so ungefähr. Ja, nee, das trifft so ungefähr. Steht ein bisschen, sieht ein bisschen komisch aus, findest du nicht? So ein bisschen gequetscht. Nö, nicht wirklich. Deswegen bist du dick. Du gehst oben in die Breite, weil es gequetscht ist. Alter, hab ich nicht gesehen, den Typen. Oh, shit. Hab ich abschießen lassen. Der Vickers kann ja gar nichts. Alter. Oh. Ich gehe mit dem Streetswagen 38 rein. Ja, Nachtschatten, schon klar. Aber guck mal, Einhorn ist ja 1,63 groß. Und sie meinte, die 3 cm sind entscheidend bezüglich Standgebläse. Weil Wolkendrache ja sagte, 1,60 ist Standgebläse. Da habe ich ihn gefragt, wie groß bist du? Er sagte 1,70. Und da meinte ich, ja, aber mal Standgebläse da funktionieren zu können, müsste sie ja stehen können, um Besagtes zu tun. Das bedeutet, seine Hüfthöhe müsste auf 1,60 Meter Höhe sein. Was heißt, sein Torso, sein Oberkörper ist nur 10 cm hoch. Dementsprechend, das ist korrekt. Dementsprechend ein bisschen gequetscht, ne? Sieht halt merkwürdig aus. Ich seh aus wie der Hulkbuster von Lego. 1,60 Meter Beine, 10 cm Oberkörper, jawohl. Ja, mit dem Eindruck. Genau dazwischen. Kopf. Ich fahre straight auf C mit Highspeed. Der ging ein bisschen mit Sperrfeuer ein. Ich glaube, der ist nach links weg. Fernglas. Sehe nicht mehr. Links von uns ist er. Also von mir jetzt. Ich fahre rechts rum. Links rum wäre auch ein bisschen komisch, da du im Deutschen spielst, oder? Das muss man hier nicht sagen. Ah, fuck, Dirk, Vorsicht, der ist genau hinter der Ecke hinter dem Felsen, den siehst du schwer. Nicht reingehen. Ich habe den Panzer verwechselt mit dem T28, mit dem ich gerade mitgefahren bin. Oh Gott, ich habe den Feind mit dem Freund verwechselt. Und den Freund mit dem Feind verwechselt. Das ist mies. Wie scheiße war das denn? Ja, ich versuch's mal mit dem Flieger. Vielleicht habe ich ja beim. Ja, vielleicht habe ich auf B Glück. Okay, dann halt auch. C. Auf C kann ich Hilfe gebrauchen. Okay, bin ja noch ein bisschen entfernt. Bin unterwegs. T28 und dürfte ein Vickers gewesen sein. Ein britischer. Ich versuche so viel wie geht. Der Vickers war braun, der T28. Da ist er. Kannst du, ich bin noch 2 Kilometer entfernt, wenn du mir, wenn ich es ansauge. Pilot ist ausgefallen bei mir. Ich bin wieder hinter dem Felsen. Quatsch, für Schütze ist ausgefallen, ja. Nicht Pilot. Schütze ausgefallen. Er wird beschossen. Feindliche Truppen haben mein Gebiet eingenommen. Krieg bei ihm überhaupt keine Durchschüsse. Und jetzt kriege ich. Ah, Mist. 28er wurde ausgeschaltet. Irgendwo steht entweder eine Flak oder einer mit einem kleinen. Das könnte ja der Vickers sein. Weil der ist nämlich genauso schnell. Mist. So eine da war die Kante ein Stückchen zu hoch. Dort oben, wo ich abgestürzt bin, ist auch noch einer. Oh, da oben, okay. Mhm. Fahre hoch. Jetzt muss ich aber ein bisschen aus der Entfernung rangehen. Ich habe einen Radpanzer mit einem. Was war das für ein Geschütz? Ja, Alter!
Boah! Ich könnte kotzen. Da hat er mich schon wieder. Da oben ist einer. Mach dann wenigstens bitte den Ton aus, wenn du es machst. Fuck, und da hat er mich. Hi, Jenschen. Na, wie geht's? Ich gehe in Zuschauermodus heute. Ich hau nicht die Gutscheine voraus. Hab einen. Das ist klar. Sehr gut. Da. Da wechsle ich auf den Flieger und der lässt sich gleich mal abstürzen, ja. Ja, genau da war nämlich einer vorhin, der mich abgeschossen hat, der Kleine, ne? War wahrscheinlich so eine Nummer, alle. Nee, den Abschuss kriegt er nicht, vorher begehe ich Selbstmord. Na, genau, es gibt Leute, die denken so, lieber schürze ich, aber es, dass ich die Punkte gebe. Verstehen kann man's. Schon traurig irgendwie. Ja, verstehen kann man's. Underground, fahr ruhig vor. Du hast Deckung auf der linken Musik Seite, aus. Kommt jetzt ein Flieger, aber es war's, du hast Deckung auf der linken Seite. Ja, auf der rechten Seite, entschuldige, meine ich, auf der rechten. Irgendwie ist das Spiel bei mir immer recht laut. Ich muss die Einstellung noch anpassen. Ich spotte für dich ein bisschen mit, mal gucken, ob ich noch was finde. Spielt ihr jetzt Hogwarts nach? Ja, so in der Art. Ja, Snyder und Harry Potter, ne? Rechts geht's rund. Feindpanzer im Dorf bei C. Nee, das wäre dann ja Snaper. Snaper und Harry Potter. Genau, genau. Ich bin Harry Potter, er ist Snaper. Hier kommst du nicht weiter. Nee. Was ist, jetzt hast du dich eingekeilt. Nee, hat er nicht. Er kommt schon noch raus. Ich habe auch echt gelacht. Ich habe letztes Mal. Rechts von dir ist eine Durchfahrt. Von den ersten links ist das Dorf. Von den ersten Zweiten Weltkriegspanzerfäusten. Also nicht von den RPGs, sondern den richtigen Panzerfäusten. Ich spotte für dich. Ich sehe da alles. Ich sehe alles im Dorf. Hab ich. Sag Bescheid, wenn was da ist. Letztens ein Bild gesehen. Das ist ja quasi ein durchlaufendes Rohr. Da vorne ist auch einer. Komm. Das war so ein Meme von wegen so Hühnerrupfrohr. Da hast du gesehen, wie einer hinten in eine Panzerfaust einen Huhn reinsteckt. Abdrückt und vorne kommt es ohne Federn raus. Das war auch cool. Ist das ein Panzer? Ja, schräg rechts. Am Kirchturm da? Da müsste einer sein, ja. Hier kommst du nicht weiter. This is a Panzerfaust. It fausts Panzers. Sehe ihn nicht. Da ist er, ich sehe ihn, mitten auf dem Platz, schräg vor der Kirche. Fahr weiter, du bist noch in Deckung, komplett in Deckung. Kann ich nicht sehen. Vielleicht müsstest du jetzt geradeaus, dann siehst du ihn gleich. Das ist ein BTR, glaube ich. Fahr geradeaus. Er ist hinter das Gebäude jetzt gefahren, bei dem einen Baum, der im Dorf steht. Rechts, er fährt rechts lang. Ist ein Radpanzer. Er will jetzt eine erhöhte Position einnehmen. Warte, da ist er. Siehst du ihn? Hast du ihn gesehen? No. Da hinter dem Felsen, oben. Da fährt er gerade hoch. Dein Vorteil, er hat im Vergleich zu dir einen riesen Wendekreis. Hab ihn getroffen, kritischer ja. Treffen. Alles gut. Er kann nicht wegfahren. Wo denn dir? Relativ neu Nachtschatten. Wir haben tatsächlich erst vor ein paar Tagen, Schrägstrich, ich glaube 2 Wochen oder so, haben wir angefangen, War Thunder zu spielen. Wir waren vorher eher auf World of Warships und dann wurde uns War Thunder zugetragen und seitdem wir dann den Realismusfaktor im Spiel entdeckt haben, sind wir voll drauf hängen geblieben. Unten im er fährt dann nach links. Genau. Ja, es war dann nach links weg. Eventuell kommt er, kann er links rüber? Nee, also, Wolkendrache war früher so jemand, der gesagt hat, Panzer fahren ist überhaupt nicht meins, ich bin eher so bei Schiffen. Mittlerweile fährt er nur Panzer und lässt die Marine voll links liegen. Ja, ich fahre ein bisschen Torpedoboot, aber das war's auch schon. Und das auch nur Arcades, just for fun. So, du hast jetzt BTR-Unterstützung im Dorf, fahr rechts raus wieder und dann nimm C ein.
Ja. Ah, Ticket Bleed. Ah. Ja, immerhin ein bisschen was gerissen. So. Oh, ich mache jetzt das Handy auf lautlos. Okay, ja, das stimmt. Alle Fahrzeuge, die nicht in der Reserve sind und kaputt gehen, müssen ja repariert werden. So, was haben wir denn hier Schönes? Das können wir machen. Also, ja, die realistischen Gefechte haben es halt in sich, die sind viel cooler. Was uns beide nur stört, also haben wir letztens festgestellt, dass du quasi dazu gezwungen wirst, das Gras auszustellen in Sichtweite der Aufklärung, weil es ja, halt jeder macht. Wegen Visiergras und so, das ist halt ja, schade. Ja, genau. Es macht halt jeder und deswegen bist du dazu gezwungen, das zu machen, weil du ansonsten anderen Leuten einen Vorteil zuspielst. Aber cooler wäre es halt gewesen, wenn gar nicht erst die Option bestanden hätte, dass du es ausschalten kannst. Weißt du, was ich meine? Dass es halt nochmal der Realismusfaktor höher ist. Wenn du halt nichts siehst, siehst du halt nichts. Punkt. Schatz, bei den Spielen bin ich ein bisschen, eingeschränkt. Also das müsste schon was aus meinem Bereich sein. Ich bin nicht der Mensch, der sich gut auf etwas Neues so kurzfristig einstellen kann. Da müsst ihr mir das vorher zeigen. Nur musst bei den vorher, Spielen bist du eingeschränkt? Musst du mir vorher sagen. Was sagst du? Enno Chat-Nachrichten. Ja. Enno, Interaktion. Ja, hab ich doch schon, mal was als ich hab doch schon gesagt. Ich habe Enchen begrüßt. Ja, okay. Ja. Ente C. Ente. Ist sie sauer oder Ente? Orange. Ente ganz. So, gehen wir hier drauf, große Weißer. Wir gehen ein laufendes Gefecht. Ich gehe auf C. Ich hab den Vickers. Ewig lahmarschig. Und keine Sprengmunition. Nur kinetischer Kopf. Und ich habe wieder vergessen, die Munitionsmenge anzupassen, aber gut. Ja, nach Schatten, so weit sind wir leider noch nicht. Er meint gerade von wegen, das machen alle Tryharde, also aus mit dem Gas, ne? Er hat es allerdings immer an, da er beim Leo 2 Thermalsicht hat. Ja. Nur, wie gesagt, in dem Bereich sind wir noch nicht, ne? Ich lenke ganz sanft, nur. Vielen Dank fürs Schieben, Ernesto. Nee, ist gerade mega gut. Ja, ist schon klar, sieht aber schön aus. Ist schön ulkig. Schatz, Ernesto geht an mein Hinterteil. Ach was, das ist so wie in den 70ern. Obwohl, nein, er ist Kommunist, er geht an unser Hinterteil. Der eine Hund ist blind, der andere schiebt ihn über die Straße. Ja, rote Rakete. Nein. Dann doch eher den Babyfreistoß. Oh, Vorsicht, stopp, Ernesto, ja, stopp. Ja, nicht in den Tunnel, wenn die dich da erwischen. Ja, hier voraus. Ich zweifle gerade an meiner geistigen Gesundheit, aufgrund der Tatsache, dass ich freiwillig hier bin. Das ist der Punkt, mein Freund. Und, wie sieht's aus? Geistige Gesundheit. Ich hab keine. Geistige Kann man nicht kaufen? Kann man das essen? Ich hab's versucht, es geht schief, glaub mir. Okay. What the fuck? Von rechts? Hallo. Von rechts wurde ich beschossen. Muss schon raus, ja. Zumindest rückwärts gehen. Bei der Fode wurde es von rechts beschossen. Die Hälfte der Bevölkerung wird von rechts beschissen. Nicht weiter von dort, nicht weiter von zurück. Der ist hinter der Anhöhe. Ja, okay. Der war Meter. Hab ihn gesehen. Scheiß SDKFZ. Ja, mein Ladeschütz ist wahrscheinlich raus. Hier. Der Turm dreht sich nicht mehr. Wir kriegen Arti rein. Damit kann ich eigentlich schon den nächsten Panzer nehmen. Aber mit Sturmturm bringt mir das Ding nichts. Nein, der regeneriert sich jetzt. Jetzt setzt sich ein anderer drauf. Macht ja keinen Kopf deswegen. Nee, glaube ich nicht. Doch, es gibt keine Anzeige. Doch, tut er. Nein, der. Achso. Glaube ich nicht. Achso, ist keine Anzeige mehr. Nicht mal mehr. Nein. Ah, okay. Der ist komplett tot und ich habe keinen zum Ersetzen. Dann musst du zu einem eingenommenen Punkt fahren. Ja,
Jetzt noch zu B tingeln, dann überrennen die einen. Ja, B wird gerade überrannt. Ja, und C versuchen wir gerade. Nicht nur versuchen, dass die nimmt das Ding auch ein. Ich fahre gerade auf A. Oh, schön. Da werde ich beschossen. Na, ich muss rein, sonst bringt mir das nichts, ja. Und schon wieder weg. Steht da drin noch einer? Oh, hoffentlich nicht. Fahrzeugreparatur, ich hoffe, der Schütze wird ersetzt. 20 Sekunden. Von dort gibt's Flakfeuer. Ja. Gesehen. Ich glaube sogar zwei Geschütze. Laut Map auch aus der Richtung etwas weiter rechts davon. Nur bei den Schweden noch keine Flak. Sobald ich die habe, ist sowieso schwierig. Auch die Feuer anscheinend auf unsere Fusi, ja. Ja, auf deine. Ja, ich hau ab. Alleine. Ich hau ab. Ich bin hier drüben alleine. Nicht ganz, ich komme. Ja, ja, genau. Oh, Schein reicht, Doc. Ernesto, mein Lieber, aber schön, dass du mit dabei warst. Hat echt Spaß gemacht. Ja, war cool, dich mal zu hören im Stream. Schlaf schön, Hombre. Ja, gute Nacht. Ja, gute Nächtle. Da ist er doch. Wir haben hier einen. Der Ton dreht sich da ist der Genosse raus. Langsam. Oh, hab hier einen. Treffer, kein Durchschlag. Verdammte. Mist, der hat mich. Sieht so aus, als wäre das für mich wieder eine Leerfahrt. Und wieder raus. Wir halten gerade A und B. Wieder auf C. Timo, pass auf, links von dir irgendwo. Ich hab mich schon gesehen. Ich weiß, wo er ist. Er hat ihn auch beschossen, daraufhin ist er zurückgefahren, aber er hat sich vorher rausgenommen. Ich komme jetzt auch mal mit auf A. Ich habe ihn erst für den Ast gehalten, weil er direkt hinter dem Baum war. Ich habe ihn nicht gesehen, den Panzertorso. Aber klar, dass sie das einnehmen. Ich muss meine Position jetzt wechseln, ich bin zu weit offen. Wo? Da ist er.
Jörg, kommt Flugzeug auf dich? Ja, schon gemerkt. Ja, aber da wird abgefangen von einem. Mit nur U87. Und ich glaube, da kriegt auch Flakfeuer ab. Bin noch 400 Meter hinter euch. Ich nehme A wieder ein. Achso, das ist einer aber danke bei mir. Ja, das ist dann der Grund, okay. Wow. Von der Seite. Welche Seite? Links, rechts? Von mir aus gesehen rechts kam gerade was. Hat einen anderen von uns abgeschossen. Von dir rechts? Ja, da ist ein bei Underground, also von mir ja, aus, genau. Ja, ja. Dort hinten, zwischen den Bäumen, kriegt gerade noch Feuer ab. Dirk, direkt vor uns ist rechts. Einer. Dirk, im Rotage sind drin. Vierteldrehung. Kritischer Treffer. Von dort. Er steht mitten im Artilleriefeuer. Er will mich im Nahkampf und rausschieben. Hab ihn! Ich hab direkt einen vor mir hier. Ich kann mich nicht bewegen, davor ist wieder down. Fuck. Ich kann nur Artillerie setzen. Ohne Feuer bin ich auch zu gut. Ich zerlege ständig seine Besatzung, aber ich komme nicht komplett durch die Panzerung. Ich hab direkt vor mir einen. Was für ein Gefecht, Alter. Komm, die Flugzeuge muss ich irgendwann mal hochleveln. Seine Besatzung ist ausgefallen. Alter, wie viel Treffer soll ich denn noch einklicken? Ich würde mal sagen, versuch anhand der Anzeige oben mal zu schauen, dass du woanders reintriffst. Zum Beispiel an die Munition ranzugehen. Oder Treibstoff. Kann ich nicht. Wie denn? Jetzt ist er raus. Jetzt habe ich Leta getroffen, Alter. Denkst du, dass da noch. Ja, du hast da noch mehr. Mist. Feindliche Truppen haben mein Gebiet eingenommen. Mein Schütze ist gleich wieder da. Schütze ist wieder da. Sehen. Scheiße, und dann von der Seite. Oh, zwei BT-7 wahrscheinlich. Ja, der eine von der Seite hat mich dann genommen. So ein Scheiß. Gut, ich nehme den Streetswagen 38, den habe ich noch. Was für ein Ding, Alter. Was für ein Gemetzel gerade. Ach, fuck. Schatz, ich bin im Knutschen nicht so geübt, das weißt du. Was soll das denn heißen? Nee, bin ich wirklich nicht. Muss ich auch unumwunden zugeben, ist leider so. Was? Ich sehe gerade, Underground hat hier reingeschrieben, Sid Meier's Alpha Tauri ist im Angebot. Oh. EA. Das muss ich mir nochmal einziehen. Mhm. Ich, übrigens, von EA ist jetzt auch die komplette Command & Conquer-Reihe, die 17-fache Version, auf Steam für 10er zu bekommen aktuell. Die habe ich tatsächlich schon. Timo, auf Steam. Wo gehst du drauf? Ich gehe auf C. Mhm. Auf Steam oder was? Nee, tatsächlich auf der Originalplattform ja, von EA. Aber ich habe sie mir jetzt nochmal auf Steam für die Erfolge und so geholt. Weißt du, ich bin so ein kleiner Geier. Ja, ja. Den 10er konnte ich jetzt nicht stehen lassen, den muss ich wieder irgendwo anders zusammenklauben, aber das krieg ich schon hin. Ne, Sid Meier's Alpha Centauri, das juckt ja. Mich ja schon, ne? Ja, mich würde das auch ziehen. Ja, Civilization war schon eine geile Reihe, weißt du? Ja. Drei feindliche Flieger hier. Ja, ich habe keine Flak drin.
Wenn du eine drin hast, super. Ich nee, nicht. Leider nicht. Vor allem, Alpha Centauri war eine Zeit, da hast du noch Dialogbäume gehabt. Nein, hör auf. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ohne Scheiß. Das war, ja, ich weiß. Das ist. Ja, aber ich könnte dann mal eine Flak hier mit draufschmeißen auf das Deck. Okay, der war schon im Arsch. Ne, der ist schon im Arsch. Gut, das haben wir eingenommen. Weiter zu B. Wir müssen jetzt hier Gas geben. Ja, das wird nicht. Ticket bleed wieder. Schön, ich wurde von hinten abgeschossen. Bin raus. Ein Kenny. Oh Gott. Helldivers habe ich heute auf TikTok einen Trailer zu gesehen. Naja, dann habe ich aber jetzt sofort richtig gemacht. Na, B und C haben wir. C wird aber gleich wahrscheinlich erobert. Noch nicht, nee, Nuganon. Der Kenny. Wie gesagt, zu Helldivers habe ich einen Trailer gesehen. Der war ziemlich stark. Naja, Trailer sind immer so eine Sache. Enno, du kannst rüber, gerade jetzt geradeaus rüber gekonnt. Du musst nur gerade fahren. Ich bin auf dem der Marsianer kleben geblieben und auf Total War Warhammer tatsächlich aktuell. Mit der Marsianer meine ich Occupy Mars übrigens. Ne, du kannst ruhig der Marsianer sagen. Vorsicht, nicht der Länge nach. Kommt dem Film schon sehr nah. Ja, stimmt schon. Ist halt eine andere. Ja, nein, es ist nicht mal eine andere Story. Es sind nur andere Protagonisten. Korrekt. Es ist 200 Jahre nach Mark Watney und die haben schon wieder den gleichen Scheiß nochmal gemacht. Die Warhammer-Trilogie ist gerade im Angebot. Was heißt denn hier Demokratieverweigerer? Ich war immer brav. Womit du nicht gerade rüber kannst, ein Panzerspeer. Dann nur, wenn du genug Geschwindigkeit hast. Und es gab noch einen ganz kleinen 1er Panzer bei den Deutschen, mit dem du nicht rüber konntest. Aber das war nicht der 35er. B wird eingenommen. Aber ja, ist okay, ich sehe es mir ja an. Alles gut. Übrigens, was Demokratieverweigerer angeht, ich glaube, du findest sehr wenige Leute, die so krasse Demokraten sind wie jetzt Wolke und ich. Oh, die Feuer auf die Kirche von B. Aber ja, klar, ich sehe es mir an, ich weiß, was du meinst. Alles cool. Ich sehe aber noch keinen. Na, den will ich jetzt einnehmen. Damit haben sie gesiegt. Ja. Da ist er. Er steht beim Bahnhofsgebäude. Zwischen Bahnhofsgebäude und da beim Zug. Ja. Hinterm Zug. Ist raus, kannst hinfahren. Ist raus. Ja. Timo, alte Panzer und die Reaktion. Nein, sieh zu, fahrt vor. Los. Bin unterwegs. Ja, mach was. Ja, das kriegen wir einfach nicht. Tu was für dein Geld, das du nicht kriegst. Wegen Total War meinst du? Mach ich doch, ich spring hier runter. Achso, ja, ich bringe die Demokratie in die Galaxis, genau. Ich bin dein Vater. Diese Panzer. Hier sind 42 Tonnen geballte Demokratie. So. Da ist der IKV 72. Ja, den bestellen wir, aber packen wir nicht rein. Fertig. Als nächstes würde ich sagen, erforschen wir den Panzerjäger? Da habe ich letztens auch ein lustiges Meme gesehen. Wie war das? Knock, knock. Who's there? Democracy, this is my oil. Ja, was kann ich denn dafür, dass der liebe Gott den Arabern unser Öl und das Land gepackt hat? Ich gehe so nach dem Motto, ja. Unser Öl.
Wie war das doch gleich, was Schäuble gesagt hat? Und Zitat Volker Pispers, den rollenden Schwätzer wollte ich schon immer mal ernst nehmen. Ja. Deutschland wird am Hindukusch verteidigt. Wow. Also laut NATO-Bestimmungen verteidigen wir jetzt nicht nur, was uns gehört, sondern auch das, was wir gerne hätten. Das ist schon geil, oder? Oder wie es im Film Avatar, Aufbruch nach Pandora, schön beschrieben worden ist. Ja, das kenne ich von der Erde, von damals. Wenn irgendeiner auf irgendwas sitzt, was du haben willst, mach ihn dir zum Feind. Das gibt dir das Recht, es dir zu nehmen. Das ist korrekt. Warum habe ich nur 2 Freunde online, aber in der Staffel 3? Ach, Ernesto ist gegangen. Ja, das liegt daran, weil du nur 2 Freunde hast, der dritte ist ein Bot. So, Ernesto habe ich aus der Staffel geschmissen. Raus mit diesem nutzlosen Gruppzeug. Haben wir 2 Fahrzeuge gewechselt, ein Flakpanzer drin und die Flegels jetzt. Ah, ich habe noch keine Flak, bin Schwede. Wir Schweden können viel, aber nicht Flak. Also, wir können Flak richtig gut, wenn wir einen haben. Das ist die ziemlich OP, aber... Nee, ne? Ich würde sagen, bei den Schweden ist es so, die können gut Flugzeuge bauen, aber nicht gegen Flugzeuge. Und das müsste man vorher mal wissen. Dann kann ich die Forschung mal machen bei den Panzern. Was denn? Man kann sagen, was man will. Die Gripen ist ein geiles Flugzeug. Zeichen der Anerkennung, das kannst du forschen. Da kannst du alle 4 Abzeichenplätze zum Dekorieren nutzen, statt nur 2. Und das ohne Premium-Konto dauerhaft. Übrigens, denk dran, du kannst ja forschen, dass du 4 Abzeichenplätze für einen Panzer benutzen kannst. Ne? Sogar ohne Premium, Digga. Ah, danke. Du kannst nochmal nachgucken. Wo wir gerade ein Thema haben, was so gerade einfällt, Wolke, wusstest du, dass man 4 Plätze frei forschen kann? Echt? Also das ist ja geil. Krass. Cool. Übel, oder? Mhm. Ach ja, Enno. Ah, dann doch mal, okay. Ja. Ein, vielleicht noch 2 Gefechte, da bin ich aber auch raus. Ich mache auch nur noch 1 jetzt, Leute. Okay, dann machen wir noch 1. Es ist unter der Woche. Na, wie das immer so ist, muss einer was essen. Brotdose der Kinder bringt heute nichts, ist kein Brot mehr im Haus. Wieso musst du was essen? Eine Sudelnuppe. Ich dachte, du ernährst dich von den verschlossenen Bäumen kleiner Kinder. Ja. Ich nehme den Punkt bei C2 und fahre in Richtung der Brücken. Nehme ich erst wieder den Vickers? Ja, ich nehme erst wieder den Vickers. So, warte mal. Dann noch die Munition abfassen. Ja, nehmen wir mal 40 ungefähr mit. Wobei. Passen wir nochmal an. Ungefähr Hälfte, Hälfte. In die Schlacht. Also nochmal alles mitschreiben. Wenn jemand Albträume hat, ist Wolkendrache dran schon. Definitiv. Er heißt einfach eine Wolkendrache, weil Boogeyman und Sandmann waren schon vergeben. Das ist korrekt. Soll ich schieben? Der Vickers fährt nicht viel schneller, das war's schon so ziemlich. Aber um 1-2 km/h gehen da doch noch. Vorsicht, Abhang. Wundervoll. Links oder rechts am Felsen? Rechts. Ah, okay. Wundervoll. Enno ist eine tragende Säule dieser Fahrgemeinschaft. Oder eher eine schiebende. 6 km/h, 8 km/h, 9 km/h, 10 km/h bergauf. Der Vickers ist der Hammer. Ich finde es schon krass, dass du die Gruppe des Squad Fahrgemeinschaft nennst, als würdet ihr zusammen ins Kino gehen oder so. Weißt du, der Vickers 3B ist das hier jetzt gerade. Da kommt was um die Ecke.
Wo genau? Links? Ich vermute im Tunnel. Dann lass mal hier stehen. Nee, da auf der anderen Seite ist ja der Dings, da will ich hin. Ich weiß nicht, ob man durch den Tunnel durch kann. Ja, kann man durch. Kenn ich durch Videos. Links von dir ist eine Felswand. Ich würde sagen, im Westen nichts Neues. Das ist korrekt. War zwar der falsche Krieg, aber ich glaube, das Setting passt. Ja. Das kann man schon, mal ein bisschen mischen. Impossible. Ja. Naja, in beiden Teilen haben wir gegen die Franzosen gekämpft. Nur im einen haben wir halt gewonnen, ne? Das ist korrekt. Steht da einer? Nein, Deckung weg. Entschuldigung, vergessen anzusagen. Okay, ich fahr rein. Ja, bin hinter dir. Ich spiel Opferlamm. Lass mich durchfahren und du sniperst. Ich schieb dich noch bis ungefähr Mitte. Mist. Nein. Okay, dann. Du sniperst. Ich bleib stehen. Wolke? Wie war doch gleich dein Take von wegen hier 7. Panzerdivision? Korrigiere die Position leicht. Von hinten! Okay, ja. Mein Lehrer hat mich gefragt, wer die Tour de France gewonnen hat. Die Antwort 7. Panzerdivision war. Ah ja, genau, die 7. Panzerdivision, genau. Ach, danke. Sehr gut. Das war so ein verdammter Radpanzer. Kannst du löschen? Zu spät. Nein. Okay. Fuck. Da ist noch einer. Oder was? Ja. Okay. Wie sind die da so schnell hingekommen? Ich kann nichts machen. Ich drehe schon, der Wickers ist nur so unglaublich lahmarschig. Und wieder raus. Wo sind sie? Scheiße. Ja, ich bin gleich raus. Ja, ich sag mal so, zieh dich zurück, ich komm gleich wieder. Ich kann nicht, Fahrzeugreparatur. Einhorn, vielen Dank für die Bemerkung. Allerdings brauchst du dir da keine Sorgen zu machen. Spinnenpanzer gibt es nur in Star Wars, aber nicht im Real Life. Und in anderen Videospielen. Ja, also alles, was so ein bisschen Sci-Fi futuristisch ist, sowas. Sci-Fi? Sci-Fi, entschuldigen. So, jetzt, ich hab jetzt den Streetswagen wieder. Okay. Ich gebe Beschuss auf den Tunneleingang. Artillerie kommt. Okay, ich bin noch am Abhang kurz vorm Tunnel. Hast du Tunnelseite der Brücke oder dahinter anvisiert? Ah, ich sehe schon. Ich würde sagen, die Abkürzung von Science Fiction Sci-Fi zu nennen, das war vollkommen okay. Gibt ja auch genug Leute, die World War Z sagen und nicht World War Z. Es gibt auch genügend Leute, die China und nicht China sagen. Was ist mit China? China! Ja. Was ist mit Burkina Faso? Was ist mit Burkina Faso? Die Chinesen. Ey, jetzt sag mal nichts gegen die Chinesen, Alter, aus Burkina Faso. Wenn du ihn aufscheuchst, legen wir ihn lahm. Ich sehe noch keinen. Ich habe mal auf Verdacht reingeschossen. Nein. Ich meine, ganz ehrlich, wer kommt denn auf so eine blöde Idee? Oh, hinter dir. Hinter mir? Hinter dir ist ein Flak. Hinter dir ist ein Flak. Ich sehe es, ich sehe es. Warte kurz, sei weg. Hab sie zerstört. Okay. Das heißt doch auch, ich verfluche dich und ich verfluche dich. Doch, ich verfluche dick. Die Chinesen und nicht die Chinesen. Oh, hab ein. Fuck. Muss nebeln, sonst nimmt er mich noch komplett raus. Schütze ist weg bei mir. Fahr rückwärts. Hab mich, verdammte. Ja, okay, er hat dich. Er nebelt sofort, die Dampfer hat er schon in Greifweite. Da kommt vorgefahren zum Nebel. Ja. Hab ich gerade noch sehen können.
Wow, von der Seite. Mist. Ja, LTVA. Ne, LVTA. So. Nochmal über den C2-Spawn? Nee, ich bleibe weiter über denselben. Ja, meine ich aber über den. Achso, okay. Weil da ist jetzt ein LVTA und oben ist müsste, was ist das, ein T26, T28? Ja, darauf achte ich leider noch nicht so. Bin direkt hinter dir, Timo, aber kann sein, dass ich jetzt die Lame Ente bin. Den LVTA musst du auf unbedingt am Turm nehmen. Oder am Motor. Durch die Frontwanne kommst du nicht durch. Wurde getroffen. Dirk ist im Gefecht. Dirk ist raus. What? Ich bin gerade mal 200 Meter gefunden. Danke, Flugzeug, ey. Ja. Ach, du Stuker. Ein Flakpanzer noch, oder was ist das? Dann ist das Ding für uns durch. Nee, warte mal, abbrechen kann ich. Nee, der ist nicht möglich. Müssen wir mal schauen. Hä? Ist der schon raus? Oder was ist mit dem los? Ja, fährt halt nicht, ne? Nein! Der Panzer, ich kann den Panzer an der Grenze ist der. Zum Kartenrand. Okay, der eine ist abgestürzt. Ich habe jetzt nur noch die Flak. Der benutzt einen Bug. Der hat Bug, das war eindeutiges Bug-Using. Ich habe ihn mit der Hauptschutzposition getroffen. Nur. Also keine Ahnung, was das sollte. Ja, sowas wie Ghost Shelling, dass die Munition nicht vom Server erkannt wird als solche, soll es ja gar nicht mehr geben. Ja, aber das war jetzt gerade. Ja, vielleicht gibt es noch seltene Ausnahmen. Also hier kommen wir auch zurück zum Hangar, das ist für uns sinnlos. Batman, the Batmobile won't start. Check the battery. Okay, but what is a Terry? Okay, was habe ich da gekriegt? Eine Schlachttrophäe geöffnet. Das kriegt man hier wohl schon solche Sachen wie bei CSGO, die Kisten. Das ist korrekt, aber die werden immer sofort aufgemacht. Ja, ist auch nicht verkehrt. Und raus. Naja. Die Forschung von Flakpanzer wurde abgeschlossen. Okay. Nächsten Flakpanzer. Ich bin immer noch am T28 und das war's für heute. Ich bin erstmal raus. Flakpanzer, ja? Gehst du auf den Gepard oder was? Nee, erstmal. Na, welcher war's denn jetzt? Flakpanzer 38, die nächste Version. Ja, aber ist ja Linie Gepard, oder? Ja, Wirbelwind, Ostwind, Wiesel, Gepard, ja, ist mit dabei. Genau, Gepard, Ocelot. Sag mal, Digga, wann bist du wieder am Arbeiten? Wann ich arbeiten bin? Aktuell. Witzbold. Ja, okay. Warte, ich guck mal. Leute, macht euch nichts draus. Der Mann arbeitet mit Behinderten. Ja, tatsächlich. Also, also auf Real mit Spielsüchtigen oder hier halt. Und einer redet gerade mit ihm. Wollte ich gerade sagen, Alter. Hey, heute mit Dick und Doof und Solvak ist auch dabei. Was? Ja, einmal das und auf Arbeit halt wirklich, weil Spielsüchtige und so. Also ich arbeite nur mit Behinderten ausschließlich. Ja. Na Digga, erzähl mal. Ja, das kommt in der Wochenende. Freitag, Samstag, Sonntag. Leute, heute haben wir Montag, ne? Ja. Wir sehen uns diese Woche auf jeden Fall noch ein weiteres Mal. Und dann spätestens am Freitag sehen wir uns auf jeden Fall. Also nicht nur unter der Woche jetzt einmal, sondern am Freitag dann auch. Und dann wieder mit War Thunder, würde ich sagen. Vielleicht schaffe ich es unter der Woche, ihn irgendwie von seiner Frau loszukaufen. Ja, ich muss mir dann noch irgendwas überlegen. Vielleicht lasse ich ihr einen Burger kommen vom nächstgelegenen McDonald's oder so. Dann kriegen wir das irgendwie hin. Okay? Und wir machen die Tage natürlich auch weiter bei dem Deutschen Baum. Nur ich hatte heute mal Bock, für ein bisschen die Streetswagen zu fahren. Mhm. Ich hoffe mal, dass War Thunder bei dir auch, ich sag mal, in gewisser Weise ein bisschen regelmäßig auch bleibt. Also aktuell macht es, trotz dass die Forschung zäher geworden ist, immer noch Riesenspaß. Ja, und das wird später noch schlimmer, das gemeinten, aber... Ja, das ist klar, das ist klar. Wenn ich mir jetzt so angucke, was Flakpanzer an Forschung kostet, ne? Ah. Also ein späterer
mit 300.000 Forschungspunkten. Warte mal, Timo. Grinden hat immer bei den meisten Spielen mit drin, das ist normal. Besa 4, danke für den Raid. Oh, ui. Schön. Und zwar mit 3 Personen. Super, geht's sättiger. Dann sag ich mal, wollte gerade eigentlich Schluss machen, aber ein Gefecht fahren wir dann noch. Aber erstmal noch den Panzer hier individualisieren. Ja, ich wollte gerade fragen, weil wenn du noch eine Weile on bleibst, dann könnten wir jetzt so die rüber raiden, ne? Ja, wie gesagt, ein Gefecht mache ich dann doch noch. So. Slash. Raid. Aber ich sag gleich mal, erwarte kein Profi-Gameplay. Ich bin genauso Noob wie die meisten anderen. Ich glaube, das ist das Reibigste. So, ihr Lieben, gehen wir rüber zum Enno. Würde sich freuen. Aber sagt's ihm vorher nicht, ne? Nicht, dass er das mitkriegt. Muss ja nicht. Ja, am Ende, soll eine Überraschung für ihn sein. Soll eine Überraschung. Ja, am Ende wird er doch total hochnäsig oder so, weißt du? Das muss ja nicht. Und los geht's. Ja, den werden wir dann nochmal ändern. Ah. Oh, Timo, okay. Danke auch an deinen Raid. Was? Welcher Raid? Bitte mir solche Unterstellungen. Raid. So, dann mache ich bei mir mal die ganzen Kladderalatschi aus, ihr Lieben. Ich wünsche euch was, schlaft schön, gute Nacht und schön, dass ihr mit dabei wart. Lasst ein Follow, lasst ein Sub, lasst ein Abo da, was auch immer ihr möchtet und was immer ihr könnt und auf welcher Plattform ihr seid. Würde mich riesig freuen. Ich wünsche euch was, schlaft gut, gute Nacht. Gute Nacht auch von mir an alle. Ich habe heute übrigens nicht auf Kick gestreamt. Echt nicht? Ach. Nee, ich hab Kick erstmal aus dem Programm rausgenommen. Okay. Warum? Weil ich nur für 2 Bots streame. Naja, fängt das dort auch immer an. Immer. Also, da ist gar nichts los. Tote Hose seit Monaten. Und das, da denke ich mir dann so, ach komm. Dann musst du nicht. Nee, dann musst du nicht. Ja, das ist natürlich blöd, aber gut, was willst du warten? Irgendwann gehen die halt drüber. Das Ding an der ganzen Geschichte ist halt, also aus meiner Erfahrung. Da hat der Kerl ernsthaft den Text unten reingehauen und zwar mit der Beispielrechnung von mir. Hä? Ne, Enno? Ne? Kollege 40442CD? Habe ich gerade nicht im Visier. Gaming Power mit Shadow PCs. Aber ich find's gut, ich find's in Ordnung. Besa 4 ist auch ein Noob. Na, dann sind wir doch auf einem Skill-Level. Nach meiner Erfahrung ist es so, auf Kick kriegst du normalerweise schneller Zuschauer, weil mehr Zuschauer als Streamer da sind. Aber... Noch. Ja, noch. Aber das Problem an der ganzen Geschichte ist auch, dass das keine regelmäßigen Zuschauer sind. Das ist eher so Laubkundschaft. Gar nicht. Wirklich null. Überhaupt nicht. Nein, ich rede... Ja... Keine Ahnung, kommt vielleicht auch auf dem Stream oder auf dem Content an. Egal. Ich vermute wirklich, es ist der Content, weil ich habe ja noch nie welche gehabt. Ja doch, ein, zwei hast du schon da gehabt auf Kick. Immer mal ja, wieder. Aber eher von Twitch oder von YouTube rübergeschwappt. Nee, auch von Kick direkt, das weiß ich noch. Ja, nur, stimmt, genau. Ja, 2 oder 3 Stück waren es mal, genau. Aber genau, das war's genau. Das war's auch. Aber das habe ich gemeint mit Laufkundschaft, die sind halt nicht ständig bei dir. Oh. Bei Twitch und YouTube ist es viel schwieriger, weil viel mehr Streamer natürlich da sind, anständige Zuschauer zu kriegen, aber wenn du welche hast, bleiben die. Eben wegen der großen Auswahl. Wegen der Arcade. Ach, verdammt, wie ist das jetzt reingerutscht? Sucht man sich dann eher Streams raus, die einem gefallen, bei denen bleibt man dann. Deswegen sind halt Twitch und YouTube eher so die Plattformen, wenn du, wie soll ich sagen, eine Stammkundschaft haben willst. So. Arcade ist so, für jemanden, der normalerweise Realistik spielt, ist Arcade so ein endgeiles Fratzengeballer, oder? Ja. Das habe ich ja so auch wirklich so festgestellt. Ist ein bisschen hektisch, aber siehst ja, ja. Trotzdem gut. No shit, ich spiele auch hin und wieder gerne mal Luftschlachten Arcade. Und wenn, wenn du halt Realismus gewohnt bist, dann ist es halt brutal. Da machst du halt alle nieder, ne? So. Ja, das ist genau das, was ich meinte. Habe ich neulich nämlich auch mal gehabt, irgendwie mit den Streetswagen. Und ich denke so, warum ist das alles so schön einfach? Oh, guck mal, der ist schon markiert, super, geil. Und dann denke ich so, na, die Markierung kennst du, die kommt aus dem Arcade. Na, nicht so. Ja, weil auch das ist auch die Beschleunigung, die Enno gerade drauf hat. Die ist halt nämlich auch gerade der absolute Shit. Enno, rechte Maustaste jetzt drücken. Naja, okay. Gut. Geht auch so.
Achso, du hast anders auf die Rechte. Sie zerstört. Was denn, Entfernungsmessung? Nein, rechte Maus, das ist bei mir noch so ein Zoom fürs aus der Hüfte schießen. Nee, das aus der Hüfte schießen, aber Sekundärfeuer, das ist Leertaste standardmäßig jetzt. Das würde ich jetzt gerne mal sehen, wie ein Panzer sich senkrecht hinstellt und aus der Hüfte schießt. Nein, jetzt dieses Fadenkreuz, was du jetzt hast, wenn du jetzt rechte Maustaste nur drückst. Nee, ich drücke rechte Maustaste und es passiert nichts. Achso, okay, normalerweise müsste da noch ein Zoom drauf liegen, im Standard wäre das nämlich so. Achso. Kann sein, dass ich dann auf eine andere Maustaste. Ja, ja, aber bei der Stuck hast du sowieso, der Zoom bei der Stuck ist ungefähr nahe Null. Weißt du was? Dort hinten sind doch garantiert welche. Lass mal ein bisschen tricksen. Mhm. Mit B jetzt visieren und dann ja, schnell auf Schiff drücken. Blöde Frage an euch. Frisst OBS viel Speicher? Nein, ganz im Gegenteil. Nicht OBS wirklich. Studio ist super. OBS Studio ist super. Nimmst du Streamlabs OBS, ist das Kacke. Okay, ja, Nilsson redet ja auch regelmäßig von Streamlabs ab. Ja. Er sagt nur, er erwähnt es immer mal wieder, weil er gerne die Breite an Optionen zeigen möchte, aber er sagt ja selber, dass Streamlabs scheiße ist. Streamlabs frisst unfassbar viele Ressourcen, das ist unglaublich. Also OBS, Junge, du bist Sturmgeschütz, Junge. Oh, oh. Also OBS Studio ist zu empfehlen, ja? Ja, OBS Studio ist zu empfehlen. Okay. Enno, du bist ein Sturmgeschütz, kein Snipergeschütz. Ich überlege übrigens auch, wenn es finanziell bei mir wieder passt, dass ich auch auf Shadow. No shit, meine Internetleitung zu Hause passt. Ich habe nämlich witzigerweise einen Techniker zu Hause gehabt. Ah. Ja, zieh mal so viel dazu. Wisst ihr, wo das Problem war bei mir zu Hause? Nee, du hast nur mal die Dauer gesagt, jetzt läuft es besser. Ja, noch nicht. Es war ein Kabel vom Hausanschlusskasten, was rein zu den Antennendosen ging. Komm, ein paar Sprenggranaten sind auch noch mit. Sag ich jetzt nichts zu, Digga, ne? Das hat er ausgewechselt und seitdem ist es viel, viel besser. Zusätzlich dazu, komischerweise, auf einmal ist es der Fernseher empfangen. Ich warte mal noch am Sport, weil ich nehme jetzt erstmal noch einen Flugschlagteil. Mhm. Der Techniker hat gesagt, das Problem ist halt, kleinere Fluktuationen sieht er, also im System stellt er fest, also kleinere Probleme sind noch vorhanden, gegen die darf er aber nichts unternehmen. Nicht, dass er nicht könnte, er darf nicht. Weil, er hat gesagt von wegen, die Probleme sind zu klein, als dass Vodafone das rechtfertigen würde, die Straße aufzureißen, weil die meisten Sachen kommen von fehlerhaften Verteilen in der Straße. Ja. Und dumm gesagt sind die Probleme zu klein, als dass es sich rentieren würde, die Straße aufzuroppen und Teile auszutauschen. Nope, Junge, nicht heute. Aber in den letzten Tagen, also kannst du sagen anderthalb Wochen, ne? Hatte ich nur zwei Verbindungsprobleme, zweimal Internetabrisse. Ja. Für jeweils 5 Minuten. Das ist voll okay. Also im Vergleich zu vorher natürlich. Ich wollte es gerade sagen. Den durfte ich kriegen. Jo, den habe ich. 2 Flugzeuge. Und meine Internetleitung ist jetzt stärker als vorher. Ich habe doch die ganze Zeit gesagt, ich habe eine 300.000er Leitung, ne? Mhm. Ja. Ja, die haben mir jetzt gesagt von wegen so, ja, da zahlen sie 90 Euro im Monat. Das ist ein bisschen. Dann habe ich gemeint, ja, damals war das der stärkste und größte Vertrag, den man... Ja, haben der stärkste. Ja, das ist schon lange nicht mehr der stärkste. Wir machen jetzt eine 500.000er Leitung, dafür zahlen sie dann 30. Okay, bin schon bei. Ja, ich muss noch ein bisschen warten, bis ich bei Deutsche Glasfaser raus kann. Aber sobald ich das kann, werde ich dann mal gucken, wer da was bei mir anbietet. Also, vielleicht kriege ich noch eine zweite Glasfaserleitung reingelegt oder sowas. Vodafone hat meiner Meinung nach, also von dem, was ich verglichen habe, hat es aktuell die stärksten Leitungen überhaupt. Das Ding ist nämlich, dass Glasfaser nicht überall gelegt ist, eigentlich relativ selten ist gut in Deutschland. Und unser lieber Herr Helmut Kohl hat ja dafür gesorgt, dass Fernsehnetzausbau extrem groß ist. Und Vodafone geht ja übers Fernsehnetz. Deswegen, ja, Koaxialkabel, das ist halt immer das Problem. Genau, aber deswegen können sie gewährleisten, dass dementsprechend auch Leistung ankommt. Weil die Koaxialkabel halt überall verlegt sind in Deutschland. Nee, bei mir nicht. Echt nicht? Nein. Krass, bei mir.
Nicht im ländlichen Bereich, nur im städtischen Bereich. Im ländlichen Bereich ist gar nichts verlegt. Bei mir ist es so, dass ich, no shit, eine 5000er Leitung von allen anderen Anbietern kriegen würde, egal ob jetzt Telekom oder keine Ahnung, ob was weiß ich, 1 und 1, sonst irgendwas. Die haben alle maximal 5000er Leitung, weil mehr gibt die DSL-Leitung nicht her. Glasfaser liegt bei mir nicht. Und deswegen gehe ich halt zu Vodafone, weil die können mir hier über Koaxialkabel 500.000 locker reinschicken. Weißt du, was ich meine? Das ist halt der Punkt, dass du in einer Gegend bist, die als Haltezone bezeichnet wurde. Wir waren Opferzone. Hä? Beschreib mal bitte. Was du wahrscheinlich kaum kennst, sind Unterbrücken, dass ganz viele Gullideckel Unterbrücken existieren, richtig? Ist mir jetzt so direkt noch nicht aufgefallen, aber werd dir mal weiter. Kennst du nicht, sind nämlich Panzersperren, die man hochfahren kann. Wow, cool. Ja, dafür gibt es sogar Wartungsmeister, die das halt als Job haben, genau diese Dinger zu warten und in Stand zu halten. Und wir waren Opfergebiet. Das heißt, wären die Russen und die NVA rübermarschiert, wäre unser Gebiet nur zum Verzögern gewesen und zum Aufhalten. Deswegen gibt es bei uns viele Panzersperren, Brücken hätten gesprengt werden können und die Infrastruktur über Koaxialkabel und Kupfer war bei weitem nicht so stark ausgebaut, dass der Feind sie dann für sich nutzen konnte. Dein Gebiet, wo du bist, war verteidigungstechnisch Haltezone. Das heißt, dieses Gebiet wurde auf jeden Fall gehalten, weil dort französische Streitkräfte, also im Allgemeinen NATO-Kräfte, aber hauptsächlich französische Streitkräfte, die direkt hinter der Grenze stationiert waren, in dieses Gebiet hätten vorrücken können, ihre Stellungen hätten einnehmen können, dann das Gebiet mit den Deutschen, die sich zurückziehen, hätten halten können und den Deutschen Feuerunterstützung hätten bieten können. Dieses Gebiet musste nachrichtentechnisch extrem gut ausgebaut sein. Und deswegen ist hier auch die Koaxialkabelverlegung extrem groß. Genau. Natürlich wurde auch in Städten so etwas verlegt, allerdings dann nur hier in den Großstädten tatsächlich. Und teilweise auch etwas später erst, aber es wurde dann noch nachgearbeitet, weil das dann halt dem Kundenwunsch entsprochen hat. Aber was den generellen Ausbau angeht, ist deine Region deswegen so bevorzugt, weil es Haltezone war. Ah, ja okay, Hessen, Financial Hub und so, ne? Ja. Macht Sinn, ja klar. Ja, aber das Problem ist halt hier, dumm gesagt, du hast hier koaxial überall liegen, das ist richtig, ne? Ja. Aber deswegen hat Vodafone hier so ein riesen Monopol, weil du hast hier teilweise auch koaxial liegen, wo noch nicht mal ein DSL-Anschluss war. Also, wo wir halt beim einen glänzen, was jetzt koaxial angeht, da haben wir halt die Lecks, die übelsten Lecks auf allen anderen Gebieten. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich weiß, was du meinst. Mhm. Ja. Also DSL sowie Glasfaser und so weiter kannst du hier komplett knicken. Also wenn du hier irgendwas haben willst, dann über Koaxial immer. Da brauchst du raus aus der Schlacht. So. Ich find's halt schade, weil ich würde tatsächlich in Anspruch nehmen oder sagen wir, ich würde es eher bewilligen, eine langsamere Leitung, wenn dafür mein Ping besser wäre. Und bei Glasfaser, ich glaube, einen besseren Ping geht nicht. Das ist richtig. Also no shit, einen besseren Ping als bei Glasfaser kannst du eigentlich nicht haben. Nee, weil wie willst du sonst schneller als Lichtgeschwindigkeit Daten transportieren? Das ist ja nicht möglich. Ich weiß nicht, was du meinst. Ist auch mal so, eine Schlacht geht noch. Obwohl, man muss ja dazu sagen, der Warp-Antrieb wurde ja entwickelt. Warp, Warp, Warp. Ich persönlich setze da eher auf den Ionenantrieb aktuell, aber es ist schon okay. Ja, theoretisch ist es ja möglich, schneller als Licht zu reisen. Nein, auch praktisch. Ja, ich sag mal, anhand des Beispiels stelle ich mal auf dem hier Förderband, beim Flughafen zum Beispiel, und lauf da mal da drauf. Das Ganze mit, ich sag mal, Impulsen auch machen. Ich meine, guck mal, also rein in der Praxis. Du kennst doch Star Trek. Ja, nie wirklich aktiv geguckt. Aber das Konzept eines Warp-Antriebs ist dir bekannt und wie es funktioniert. Oder wie es funktionieren soll. Du meinst Raumkrümmung? Genau, also es wird eine Blase um das, eine Tachyon-gestützte Blase um das Schiff projiziert, welche den Raum vorne zusammenkrümmt und hinten ausdehnt. Hinterm Schiff. Und dadurch kann sich halt schneller als Licht durch den Raum bewegen. Dieser Antrieb wurde entwickelt. Es gibt ihn. Er existiert. Das ist kein Scheiß.
Allerdings nur im Miniaturmaßstab bis jetzt. Ja. Laut aktueller Forschung. Man hat ein Miniaturschiff, um ein Miniaturschiff eine Warpblase erzeugen können. Also es ist auch praktisch möglich, sich schneller als Lichtgeschwindigkeit zu bewegen. Man kann es nur noch nicht im großen Maßstab replizieren. Das ist alles. Lass mich raten, die Energieversorgung ist das Problem. Ja. Ja, ist ja klar. Ja, es gibt noch einen zweiten Punkt, und zwar die Tachyonen. Wir können sie noch nicht, also de facto noch nicht komplett einfangen. Das ist halt das Problem. Tachyonen sind immer noch nicht messbar. Es ist nur so, dass das Grundprinzip schon existiert. Also man weiß, dass es sie gibt. Mathematisch sind sie nachweisbar, aber man kann sie nicht messen und dementsprechend nicht physisch nachweisen. Aber halt, wie gesagt, im großen Maßstab noch nicht machbar, aber dementsprechend die Forschung ist auf dem richtigen Wege. Und im kleinen Maßstab wurde es bereits gemacht. Ich glaube sogar hier, Max-Planck-Institut, glaube ich weiß nicht. Gut möglich. Also da tatsächlich, ich glaube doch da, weil da wird ja auch aktuell am Accelerator geforscht. Ich denke, das war tatsächlich hier da, also im Max-Planck-Institut in Deutschland. Ich finde es total toll, wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, dass ich mich immer darüber beschwert habe, dass die größten und fortschrittlichsten Erfindungen aus Deutschland kamen, eine ganze Zeit lang nichts passiert ist und wir von diesem Land der Dichter und Denker komplett weg abgerutscht sind. Ich habe so langsam das Gefühl, wenn ich mir die Forschungsergebnisse angucke, die aktuell kursieren, kommen wir so langsam wieder auf den Zweig drauf und das finde ich toll. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich finde das gut. Könnte das an den 148 umgesetzten Wahlversprechen der Grünen, der Ampelregierung liegen? Nee. Na, also jetzt mal, no shit, nein. Ich glaube, es liegt eher an den 40 Milliarden, die sie in die Forschung reingepumpt, ohne dass es ein Wahlversprechen war. Ja, gut, das auch, aber... weiß ich jetzt. Den knack ich. War klar. Was, den kackst du? Ja, den kack ich quer. Also das okay. Würde ich mir jetzt gerne nicht bildlich vorstellen, das geht aber nicht, weil ich mir alles bildlich vorstellen muss. Kopfkino.exe. Genau, und das stelle ich mir sehr schmerzhaft vor. Den kriege ich nicht ab. Ah. Hallo. Da habe ich letztens auch so ein Bild gesehen, so ein Meme. Da hat ohne Scheiß so ein halber Baumstamm, also so, keine Ahnung, 1 Meter lang, weißt du, und so 60 Zentimeter im Durchmesser, ne? So ein Baumstamm hat in einem Klo drin gesteckt. Und dann unten drunter so fühle ich mich manchmal beim Scheißen. So was. Ach ja. Das heißt ja nicht ohne Grund eine Lehmstange aus dem Rücken drücken, ne? Weiß nicht, was du meinst. Wie, du gehst nicht aufs Klo? Bist du kein Mensch? Nein, warum? Ach so. Ja, ich wollte es nur klären. Ach, schöne Gesprächsthemen. Vom Warp-Antrieb, ne? Zum Scheißen. Bist du irgendwas anderes gewohnt von uns? Nee. Ja, wundert dich dann. Zum Glück reden wir nicht darüber, mit Warp-Geschwindigkeit zu scheißen. Mit Warp-Geschwindigkeit kacken, Alter. Und die arme Toilette. Das auch noch nicht. Das arme Universum. Fliegen doch so geladen rum. Weißt du, in der Forschung einfach so ein Warfeld und um den Haufen gebildet und dann losgeschickt. Stell dir mal vor, am anderen Ende der Galaxie kriegt das Nähe in die Fresse. Super voller Form im Raumschiff an die Windschutzscheibe. Vor allen Dingen so, wir denken alle, wir sind so allein im Universum und der Außerirdische so, was war das denn jetzt bitte? Na, wundere dich nicht, das kommt schon wieder von den Menschen. Hat ich einen Haufen im Gesicht kleben, auf einmal so platscht. Richtig gut. Ja, die Menschen schmeißen wieder mit Kacke. Ja, wie die Affen. Ne, ich wollte gerade sagen, am Eingang unseres Sonnensystems ein 20 Kilometer großes Schild. Bitte nicht füttern. Primaten werfen mit Kot. Genau. Fun Fact: Wisst ihr vielleicht schon, Gorillas essen ihre eigenen Exkremente, weil sie beim ersten Mal nicht alles verdauen können. Machen Hunde auch. Die essen sogar ihre eigene Kotze. Ja, okay. So.
Obwohl es gibt dann so. Hunden, obwohl ich bei Hunden nicht sicher bin, ob es vielleicht an der reduzierten Aufmerksamkeitsspanne liegt. Der ist da. Ich hab mich voll gefressen. Oh, da ist Essen. Ach, du meinst hier Goldfisch-Gehirn-Gedächtnis? Witzig. Kleinkinder haben eine nachgewiesenermaßen kürzere Aufmerksamkeitsspanne als ein Goldfisch. Die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne eines Kleinkindes liegt bei 3 Sekunden. Bei einem Goldfisch sind es 5. Ja, immerhin. Gute Nacht, Underground. Schlaf gut. Schlaf gut, Underground. Immerhin, einen konnte ich rausholen. Und gleich nochmal die nächste. Start wurde abgebrochen. Schade. Oh. Da vorne steht was. Da stand was. Habe ich, hab ich schon mal erwähnt, dass ich die deutsche Sprache liebe. Weißt du, es gibt also in Deutschland, beziehungsweise auf Deutsch, gibt es ein Wort, welches die Worte Scheiße und Symphonie verbindet. Das ist unglaublich geil. Kakophonie. Ich find das toll. Eine Symphonie aus Scheiße. Salvak, du kennst doch Werner, oder? Werner Beinhardt? Ja, natürlich. Das Rülpsorchester im ersten Film. Ja, genau. Ja, so ähnlich. Oh. Das wäre laut Umschreibung tatsächlich eine Kakophonie. sogar ziemlich auf den Punkt gebracht. Ach, nee. Was soll man denn als nächstes noch forschen? Munition ist nicht das Problem. Werner, was machst denn du? Mein Würstchenblinker anmelden. Oh. Ich morgen hier in Ärzten. Morgen hier Ingenieur. Kannst du mal eine neue Blinkanlage eintragen? Ich glaube ja bis heute ganz ehrlich, dass Werner das größte Exportgut Hessens ist. Ihr Lieben, ich verabschiede mich aus dem Discord. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Macht noch ein bisschen was. Ja, ich mache nach der Forschung hier auch für heute soweit Schluss erstmal. Tüdelü, ihr Lieben. Guten Abend. Mach's gut. Bis dann, Wolke. Das. Ciao. Und klär mit deiner Frau, wann wir spielen können. Ja, mach ich. Ja, ich leck mich am Arsch. wo wir wieder beim Warp angetriebenen Kackstift wären. Das ist ehrlich. Ciao. Ich wollte schon fragen, erotisch oder reinigend? Vielleicht sowohl das auch. Was meinst du? Vielleicht sowohl das auch, erotisch und reinigend. Das Rundum-Sorgungspaket. Da müsste ich mich vorher noch mit Pummel-Einhorn beraten. Was für Gesprächsthemen. Ja, eigentlich darfst du dich ja nicht beschweren, du. Ja, du 18-Verursacher. Was soll ich denn? Was kann ich denn dafür? Ich bin mit Jürgen von der Lippe und Otto Walkes aufgewachsen. Pete Smith auf YouTube hat sein Übriges dazu gegeben. Ja, die Einflüsse erklären einiges. Vor allem die letzten genannten. Ja. Obwohl ich sagen muss, wenn du den Humor verstehst, ist Otto Walkes sogar schlimmer. Ich muss mal sagen, dann wägen wir auch mal rüber zu einem. Wenn jetzt in der Szene nicht bewandert, wer hier jetzt, ich sag mal, gut, wer schlecht ist. Oder wer eine angesehene Größe ist, aber. Ich kann ja mal mitsuchen. Ja, ich habe im Moment den Frotzen Soldier. Ist mit 17 Zuschauern, glaube ich, der größte Deutsche im Moment. Warte, ich suche mir. Ja, 6 sind gerade mal 5 andere noch unterwegs im deutschsprachigen Raum. Weißt du was, dann machen wir das anders. Dann machen wir mal. Nehmen wir mal einen kleinen Kanal, der sich drüber freut. Ich würde mal sagen, Chat, Gameplay, weil bei Twitch Live. Nehmen wir mal.
Und steht noch nicht genommen. Bei CHRXS0910 würde ich reinwaden. Du hast sehr viele Englischsprachige und Japaner und Russen mit drin, sehe ich gerade. Okay. Das sehe also ich gerade nicht. Zuschauer. Von den Streamern meine ich jetzt. Aber von den Streamern, ja, ist die gute Frage, warum. Na gut, es wird jetzt auf hoher Zeitzone so sein. Bei dem wird jetzt langsam der Talk wieder anfangen. Ja, wir ja, gerade im englischsprachigen Raum, ne? Mhm. Weil, wenn du mal den Kanal Yavuz Sultan mit einem Zuschauer anguckst, der spielt irgendwas anderes. Das sieht nicht nach War Thunder aus. Mhm. Wie gesagt, dann würde ich zu Chris, würde ich das mal aussprechen, Chris0910 rüberreden. Muss mal kurz gucken, wie da genau geschrieben wird. Und dann sag ich mal, was auch ein schöner Abend. War schöne realistische, jetzt ein paar actionhaltige Arcade-Schlachten. Und wie vorhin gesagt, würde mich freuen, wenn wir das regelmäßig machen in unserer kleinen Runde. War schön bei dir. Ja, danke. Dann hauen wir jetzt mal den Wade rüber.